Das ist die Gegenwart, das ist die deutsche Fußballnationalmannschaft 2021. Die Vergangenheit, die war gerade da. Bundestrainer Joachim Löw ist verabschiedet worden, während 26.000 in Wolfsburg die deutsche Nationalhymne genießen. Und mitsingen tut natürlich auch der Bundestrainer, der jetzige Bundestrainer. Das ist Hansi Flick und Jogi Löw singt nochmal aus voller Brust heraus, umrahmt von seinen Weltmeistern Lukas Podolski, Benedikt Höwedes, Mario Gomez, kein Weltmeister, aber auch einer, der lange unter ihm gespielt hat. Und jetzt gibt es einen Applaus für die deutsche Fußballnationalmannschaft, es gibt einen Applaus für Jogi Löw und es gibt einen Applaus für viele Ex-Spieler, die zu Ehren von Jogi Löw heute Abend hierher gekommen sind und sich freuen, dass Deutschland gegen Liechtenstein spielt. Und auch wenn viele sagen, Holger Dahl, Deutschland gegen Liechtenstein, naja, geht so. Ich sehe in vielen Gesichtern sehr, sehr viel Vorfreude. Große Vorfreude natürlich in Wolfsburg bei diesem Fußball-Länderspiel und bei der Verabschiedung von Joachim Löw. Boah, Julia, das war schon stimmungsvoll, fand ich gerade. Das haben ja viele gelästert. Mensch, Abschied in Wolfsburg bei dem Spiel gegen Liechtenstein, wo Deutschland schon qualifiziert ist. Aber wie Joachim Löw da gerade reingekommen ist, in einem Spielerspalier, natürlich mit Lukas Podolski, mit Mats Hummels, mit Per Mertesacker, mit Julian Draxler. Und dann hat er klar, das ist das obligatorische Bild bekommen vom Deutschen Fußballbund. Das hat schon Spaß gemacht. Jahrhunderttrainer stand da drauf, habe ich genau gelesen. Und sehr amüsant war auch, dass Thomas Müller, der ja seine Höhen und Tiefen mit Jogi Löw hatte, als Jogi Löw sich zur Mannschaft, die schon am Mittelkreis für der Hymne parat stand, umdrehte, so eine Bewegung gemacht hat. Jogi, mach dir mal die Strähne aus dem Gesicht fürs Foto. Also hier ist richtig herzliche Stimmung. Und herzlich war übrigens auch gerade die Begrüßung von Ivana Martinčić. Das ist die erste Schiedsrichterin, die ein Spiel der deutschen Männerfußballnationalmannschaft pfeift. Für sie ist es ein Debüt im Herrenbereich. Zwei weitere Frauen haben das schon hinter sich. Also das soll ein Teil der Normalität werden. Die Normalität heute und hier, Holger, heißt Deutschland gegen Liechtenstein. Und du hast ja eben schon angesprochen, was können wir denn erwarten, wenn wir auch mal auf die Aufstellung schauen? Ja, also ein hoher Sieg sollte es schon sein. Im Hinspiel war es ein 2:0. Ne? Also das war von einem hohen Sieg dann am Ende weit entfernt. Und wenn die Partie jetzt in diesen Sekunden angepfiffen wird und wir kommen ja auch noch gleich darauf zu sprechen, wer hier warum alles fehlt, ist ja eine ganze Menge Spieler, dann ist es immer noch eine Nationalmannschaft, mit der man eine Menge anfangen kann, während die Schiedsrichterin aus Kroatien die Partie jetzt beginnen lassen wird in dieser Sekunde. Deutschland also mit Neuer im Tor, Viererkette Christian Günther, Rüdiger Kehrer und Jonas Hofmann. Davor die Doppelsechs Gündoğan Goretzka, Dreier Mittelfeld mit dem Wolfsburger in Wolfsburg, Riedle Baku auf rechts, Reus zentral, Sané links und Thomas Müller im Zentrum. Und das Spiel fängt gleich so an, Julia, wie wir das gedacht haben. Alle Blau-Roten am eigenen Strafraum und die Weiß-Schwarzen greifen an. Ja, und fünf von den Blau-Roten, also von den Liechtensteinern, waren schon mal direkt im Strafraum. Drei davor, das haben wir im Hinspiel auch erlebt. Thomas Müller hat es so ausgedrückt, da war es immer verdammt voll im Strafraum. Und nichts anderes erwarten wir auch heute. Die Deutschen kommen über die rechte Seite. Flankenversuch, aber abgeblockt sofort. Und zwei Deutsche, fünf Blau-Rote. Und dann gibt's das erste Raunen. Warum? Weil Leon Goretzka aus gut 18 Metern, fast an der linken Strafraumgrenze, einfach mal über all die Blau-Roten rübergelupft hat, aber den Ball dann auch am Tor rechts vorbeigelupft hat. Genau, und Benny Büchel, das hat übrigens komplett hinten auf seinem Trikot stehen. Also nicht nur Büchel, sondern Benny Büchel steht hinten auf seinem Trikot. Habe ich in voller Pracht so auch noch nicht gesehen. Siehste? Im Tor der Liechtensteiner. Gibt ja auch noch einen anderen Büchel, wird daran liegen. Ich sag dir gleich, warum. Martin Büchel. Aber bevor wir gleich sowieso zu dieser Truppe aus Liechtenstein noch das eine oder andere sagen, 28 Bundesliga-Minuten bringen die auf den Platz, das nur mal so zur Einordnung, können wir uns, glaube ich, deren Aufstellung namentlich sparen, aber insgesamt sagen, dass die natürlich mit einer Fünferkette spielen und das Ganze ganz dicht gedrängt hier an den Start bringen werden und die Deutschen kommen mit Riedle Baku, halbrechte Position im Mittelfeld, zurückgepasst zu Leon Goretzka und es wird einfach darum gehen, diesen Riegel zu knacken hinten. Thomas Müller hat ja schon gesagt, wir müssen frühes Tor schießen, dann sind die auch nicht mehr so selbstbewusst in der Verteidigung, wie sie das im Hinspiel gewesen sind. Thomas Müller jetzt mit dem Pass rein in den Strafraum. Leon Goretzka gewinnt den Zweikampf an der 16er Kante und spielt den Ball dann aber bedrängt ins Seitenaus. Und unten gucke ich mal, was macht der aktuelle Bundestrainer Hansi Flick. Der sitzt noch sehr entspannt auf seiner Bank in der dritten Spielminute bei diesem WM-Qualifikationsspiel
bei dem Deutschland allerdings für die WM schon qualifiziert ist. Richtig, und sein Gegenüber Martin Stocklaser, 42 Jahre alt, fünfmal Fußballer des Jahres in Liechtenstein, der ist schon relativ aktiv in seiner Coachingzone, hat einen Vollbart, wie man das heute gerne trägt, mit einer Daunenweste. Aktiv, aber auch im positiven Sinne, hat ein breites Grinsen. Das sagen sie ja immer in Liechtenstein. Das ist für uns eine Riesensache. 90% der Männer, die hier auf dem Feld stehen, sind Amateure. Es ist eine Riesensache, gegen eine dieser großen Fußballnationen zu spielen. Die Deutschen kommen jetzt über die rechte Seite mit Jonas Hofmann, der ja heute wieder den Rechtsverteidiger hier macht. So ein bisschen Berufspendler, habe ich neulich mal gelesen. Das passt ganz gut. In Gladbach spielt er eine ganz andere Position, verliert den Ball. Aber es gibt einen Einwurf für Deutschland. Zurück zu Thilo Kehrer, der in der Innenverteidigung heute an der Seite, hast du ja gesagt, von Antonio Rüdiger spielt. Zudem spielt er jetzt auch. Wir sind in der Mitte der Hälfte der Liechtensteiner. Sané greift da mal auf der linken Seite mit ein. Jetzt wird das Spiel wieder auf die rechte Seite verlagert. Wieder mit Jonas Hofmann. Der wird gleich angegriffen, muss wieder zurückspielen zu Thilo Kehrer. Thilo Kehrer ganz nach links außen. Das ist Christian Günther, der Freiburger, setzt sich da durch im Zusammenspiel mit Gündogan. Aber im Moment machen die Liechtensteiner das noch genauso, wie sie es gut können, nämlich machen alles dicht. Ja, alle Liechtensteiner vor der 16er-Linie auf so einem Korridor von 20 Meter. Jetzt haben sie mal den Ball erobert und wollen ihn dann nach vorne spielen, aber laufen dann nur zwei mit. Einer ist der Stürmer Denis Salanovic und jetzt könnte es Deutschland mal schnell machen, denn zumindest einer von den Elfen ist ein bisschen nach vorne aufgerückt. Das heißt also, es sind jetzt nur 10 zu überwinden. Leroy Sané hat den Ball, spielt ihn steil rein in den 16er. Da ist Marco Reus, der versucht dann ins Gegenpressing zu gehen, nachdem er den Ball wieder verloren hat. Aber Deutschland holt ihn sich auch direkt wieder zurück. Aber jetzt haben die Liechtensteiner sich mal ein kleines bisschen befreien können aus der eigenen Hälfte. Ja, wann fällt das erste Tor? Das wird der Schlüssel zu dieser Partie sein. Vierte Spielminute, auf jeden Fall jetzt noch nicht. Thomas Müller ausgewichen auf den rechten Flügel, dann so als eine Art Quarterback. Leon Goretzka wieder raus zu Günther. Sie müssen gucken, dass sie schnell passen und dass sie die Liechtensteiner Abwehr dann bewegen. Und dann sind es die tiefen Läufe und vielleicht auch mal diese Chipbälle über die Abwehr in den freien Raum. Das sind halt so die Rezepte, mit denen man so eine dicht gestaffelte Mannschaft aus Liechtenstein ausschalten und vielleicht aushebeln kann. Flankenball von Günther von der linken Seite. Oh, aber da muss er noch in den feinen Justiermodus rein. Da hat er jetzt über alle drüber geflankt und dann kommt der Ball auf der anderen Seite ins Seitenaus. Also das haken wir mal ab. Wir haben gesagt, wir sprechen über die vielen personellen Veränderungen. Allein die Corona-Fraktion, also Niklas Süle, Corona-positiv. Dann Quarantäne für Kimmich, Gnabry, Musiala und Adeyemi. Also allein von denen, glaube ich, hätten 3 oder 4 in der ersten Elf gestanden heute. Also ein Einspielen wird heute gegen Liechtenstein sicher nicht stattfinden. Ne? Nee, und man darf auch nicht vergessen, Verletzte hatten wir auch noch oder zumindest angeschlagene Spieler. Florian Wirtz, auch ein Kandidat inzwischen natürlich für die Startelf. Timo Werner ist gar nicht da, Kai Havertz ist gelb gesperrt. Nico Schlotterbeck auch abgereist, verletzt. Lukas Klostermann ist gar nicht da, weil er auch verletzt ist. Also einige, die sonst hier, wie du es gerade sagst, schon in der Startelf dabei wären, fehlen. Deswegen ist es spannend und Hansi Flick hat ja gesagt, Achtung, Flanke, das hat nicht Hansi Flick gesagt, aber da ist Benny Büchel mal rausgekommen. Schön dazwischen gegangen, der Mann mit dem blonden Vollbart, 32 Jahre alt und hat geklärt. Deswegen der Ball weit, weit vom Liechtensteiner Strafraum entfernt. Ja, Hansi Flick hat gesagt, die, die jetzt neu sind oder mal wieder dabei sind, die haben jetzt natürlich eine Chance. Einer davon, Riedle Baku, der Wolfsburger. Genau, und der läuft vorne in Position, so ein kleines bisschen fast in den Sturm gerutscht da auf der rechten Seite. Aber klar, alle deutschen Spieler versuchen da die Linie zu knacken. Toni Rüdiger, 30 Meter vor dem Tor, auf der linken Seite spielt er ganz links raus zu Leroy Sané. Der wird von 3 Spielern attackiert, versucht sich gegen den ersten durchzusetzen, scheitert dann aber an Sandro Wolfinger. Aber der klärt nicht entschieden genug. Jetzt hauen sie den Ball mal hinten raus aus der Gefahrenzone und Deutschland mit einem neuen Anlauf, halbrechte Position. Im Mittelfeld dann rein in die Zentrale, Leon Goretzka, aber da waren 2 auch einer zu viel und jetzt wieder das Tempo-Dribbling nach vorne, aber wenn der das so weitermachen will, dieser Denis Salanovic, die einzige Spitze im Spiel der Liechtensteiner, dann ist der glaube ich in einer halben Stunde K.O., was der da jetzt schon zulaufen muss, an Löchern aller Ehren wert. Toni Rüdiger wieder raus, also sehr linkslastig im Moment, das Spiel der deutschen Mannschaft, könnte vielleicht mal ein bisschen mehr nach rechts gehen, jetzt auf Riedel Baku, haben Sie gehört, raus auf Jonas Hofmann, der ist drin im Strafraum, flankt auf den Elfmeter.
fünfter Punkt. Aber da ist der Maskenmann Noah Frommelt mit einem Nasenbeinbruch ausgestattet. Und deswegen hat er die Maske auf. Und Jonas Hofmann wieder mit einem Flankenball. Aber das war nicht hoch, das war nicht tief, das war schlecht. Und deswegen kein Problem für Daniel Kaufmann in der Innenverteidigung, der zentrale Mann in der Fünferkette, den Ball wieder zu klären. Im Moment ist hier so eine Supermarktatmosphäre im Stadion. Ne? Also die tolle Stimmung, die wir gerade bei der Verabschiedung von Joachim Löw hatten, die ist jetzt weg, weil hier alle verwundert auf den Rasen gucken und feststellen, es ist doch nicht so einfach, die Liechtensteiner zu knacken. Ja, also Thomas Müller hat es ja gesagt, ein Tore-Festival kann er nicht versprechen. Wir haben es gerade schon mehrfach erwähnt, weil sie eben diszipliniert dort wirklich hinten drin stehen, bedingungslos, leidenschaftlich verteidigen. Und jetzt probiert es Müller mal. Müller über die rechte Seite, wird erst abgedrängt. Reus im Zusammenspiel mit Hofmann. Hofmann bringt den Ball in den Strafraum und jetzt fordern sie Elfmeter. Und es gibt den Elfmeter für Deutschland. Kein Zögern bei Ivana Martinčić, der Kroatin, sofort. Aber das ist gerade nur Nebensache, denn Thomas Müller winkt ganz nervös. Da gab es einen Schlag und ich glaube, Leon Goretzka liegt dort und der liegt mit schmerzverzerrtem Gesicht. Das ist so ein Pressschlag. Nein, der hat die Stollen in den Hals bekommen, weil das ein hohes Bein war, ein gestrecktes Bein. Holla. Und er hält sich sofort auch den Kehlkopf, wird er jetzt behandelt und das wird jetzt verdeckt von vielen, vielen Spielern. Das ist auch gut so. Denn das war also in der Aktion, Leon Goretzka geht hoch, sein Liechtensteiner Gegenspieler mit dem hohen Bein, mit der Sohle, mit den Stollen in den Hals, unterhalb des Kehlkopfs. Leon Goretzka, wie gesagt, schmerzverzerrtes Gesicht, hat aber die Augen auf, spricht auch mit den Ärzten und Betreuern. Boah, ey, das ist schlimm. Und das ist... Der Stollen geht ins Gesicht und er hat den Kopf jetzt auch nicht besonders tief. Also, und auch noch halb ins Brustbein rein. Also, gelb ist es übrigens mindestens, um mal über die das, Strafe zu reden, wenn nicht sogar rot für eigentlich. Sandro Wolfinger. Und es so ist rote Karte es. Geben. Hier gibt es auch die rote Karte. Jens Hofer ist es. Ja. Und es gibt aber auch die Entschuldigung an dieser Stelle. Natürlich Jens Hofer, der in der dritten Schweizer Liga zu Hause ist, macht sowas nicht mit Absicht. Das ist klar, guckt auch ziemlich betröppelt rein. Aber es ist passiert. Er ist mit diesem sehr hohen Bein, du hast gesagt, der Kopf oder der Hals von Leon Goretzka war nicht gerade weit unten. Ja, und dann mit den Stollen, mit dem Kopf und also, Sohle zu treffen. Ich war gerade echt auch noch ein bisschen gezeichnet, aber um es nochmal klar zu machen, das ist ein ganz, ganz krasses Foulspiel. Und Leon Goretzka steht wieder. Das ist jetzt die gute Nachricht. Ja. Und wird von demjenigen, der ihn gefoult hat, nämlich von Jens Hofer, zum Rand geführt und die beiden haben sich auch so ein bisschen abgeklatscht gerade. Also Leon Goretzka ist auch alles andere jetzt als stinksauer. Ist ja auch ein fairer Sportsmann, aber zeigt noch mal, wo es ihm wehtut. Also ja, er kriegt von hinten einen leichten Schubser, deswegen kommt er ganz leicht aus dem Rhythmus. Der Andreas Marlin schubst ihn von hinten und dann in den Fuß rein. Also Verkettung von Unglücken und definitiv ein sehr rotwürdiges Foul. Und Ilkay Gündoğan, der steht schon am Elfmeterpunkt und wird jetzt also diesen Elfmeter ausführen in der 11. Spielminute. Und die kroatische Schiedsrichterin, die sortiert noch ein kleines bisschen nach draußen. Weiß nicht, ob da jetzt noch mal kurz geguckt wird, aber der Ball ist jetzt freigegeben. Gündoğan mit dem rechten Fuß, rechts und Tor! Tor für Deutschland, da ist es, das frühe Tor, aber unser Blick geht natürlich auch ein kleines bisschen nach unten in Richtung Leon Goretzka, der immer noch nicht wieder zurück auf den Platz ist, aber jetzt zum vierten Offiziellen geht. Sieht wohl so aus, als ob er weitermachen kann. Aber das hätte wirklich, wirklich schlimm ausgehen können. Also mit dem Stollen an den Hals. Aber erstmal festzuhalten, Goretzka steht, kann gleich wieder aufs Spielfeld. Und auch festzuhalten, 11. Spielminute, 1:0 für Deutschland. So, jetzt gibt es für Goretzka an der Mittellinie noch einen Schulterklopfer und einen Klaps auf die Wange von Hansi Flick. Goretzka ist wieder auf dem Platz. Die Fans sind aufgestanden, feiern das erste Tor gegen Liechtenstein. Deutschland führt nach dem verwandelten Foulelfmeter von Ilkay Gündoğan. Also jetzt mit 1:0. Ball ist wieder im Spiel. 10 Liechtensteiner werden sich natürlich jetzt noch mehr hinten reinstellen. Also, dass da jetzt viel passiert nach vorne, das ist natürlich nahezu aussichtslos. Und der Trainer zeigt gerade 8 Finger hoch. Ich hoffe mal nicht, dass er sagt, macht jetzt mal eine Achterkette. Mhm. Nein, aber ich denke mal, da bleiben wir bei 5 und 3 davor, macht 8. Und das macht ein ziemliches Abwehrbollwerk der Liechtensteiner. Die Deutschen kommen über die Mitte, aber 2 Liechtensteiner dazwischen. Dann erobert Reus im Mittelfeld den Ball, spielt links raus zu Gündoğan. Gündoğan zurück zu Antonio Rüdiger, der ist fast am Mittelkreis. Der verteilt den Ball wieder auf die linke Seite zu Reus. Reus raus auf die linke Seite zu Christian Günther. Der wird die Zentrale zu Sané, von dem haben wir noch fast gar nichts gesehen. Kaum sage ich es, setzt er an zu einem kleinen Dribbling im Zusammenspiel mit Reus. Aber dann
klappt es mit dem Doppelpass im Strafraum nicht. Liechtenstein rettet 10 Meter vom eigenen Tor. Ja, und ich gerade noch mal eine Nahaufnahme von Leon Goretzka gesehen. Man hat einen richtigen Fußabdruck an seinem Hals gesehen. Also nur um mal so die Wucht und die Gefahr, wenn das vorne den Kehlkopf erwischt, das war ja eher so seitlich am Hals, dann kann da wirklich Schlimmstes passieren. Du müsstest jetzt nicht schlimmer malen, als es am Ende ausgegangen ist, aber es war wirklich eine hochgefährliche Aktion und eine mehr als berechtigte rote Karte. Und es war, wie du sagst, Glück gehabt, Leon Goretzka. Und Leon Goretzka ist jetzt auch wieder im Spiel, kriegt den Ball 25 Meter zentrale Position vor dem Strafraum. Ball landet bei Reus, der ist im Strafraum. Reus probiert es direkt aus halbrechter Position. Aber Benjamin Büchel macht den Kasten dicht, klärt zur Ecke. Und da feiern sich die Liechtensteiner schon jetzt für solche Aktionen. Ja. Na klar, wenn du jetzt nur zu 10 bist und aus Liechtenstein kommst, und das müssen wir an dieser Stelle auch mal sagen, 210 Mannschaften, Nationen sind gelistet bei der FIFA. Liechtenstein ist die Nummer 190. Also Deutschland nur noch zwar die 12, aber das sind einfach Welten zwischen diesen beiden. Jetzt gibt es die Ecke von der rechten Seite. Ecke getreten von Leroy Sané, kommt an den zweiten Pfosten. Rüdiger springt vorbei, Müller springt vorbei. Hatte sowas von der Aktion gegen Nordmazedonien, wo Müller am zweiten Pfosten getroffen hat. Aber diesmal ohne Erfolg, bleibt am 1-0. Beim 1-0 von Deutschland gegen Liechtenstein und auch nochmal klar herauszustellen, 11 Deutsche gegen 10 Liechtensteiner. Also ich kann mir schon gut vorstellen, du hast vorhin gesagt, dass der Martin Stock-Laser, der Coach der Liechtensteiner, hat ja eine Vergangenheit bei Dynamo Dresden, dass der fröhlich am Seitenrand steht. Das hat sich jetzt geändert. Ne? Also der weiß natürlich, dass die Lage jetzt deutlich schlimmer geworden ist. Und der gestikuliert jetzt auch nochmal unten mit dem vierten Offiziellen und diskutiert mit ihm. Und der vierte Offizielle, der zeigt ihm so an, so mit der hohlen Fingerhand so nach vorne, dass der Fuß richtig auf den Hals ging und dass sie keine andere Möglichkeit gehabt haben, als da die rote Karte zu geben. Aber Stock-Laser wollte das nochmal geklärt wissen. Trotzdem, ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Schiedsrichter dann nochmal eine rote Karte wieder zurückgenommen hat. Eine Schiedsrichterin natürlich auch nicht. Und dementsprechend wird das jetzt so weitergehen mit 11 gegen 10 und mit dem Torschützen innerhalb linker Position im Mittelfeld. İlkay Gündoğan wieder raus auf Günther, auf die linke Seite, wieder zurück zu Gündoğan, der wieder zu Günther. Also die beiden schieben sich jetzt die Ballkontakte zu, wieder zurück zu Gündoğan, halb linke Position. Und jetzt geht Günther mal steil in Richtung Grundlinie und dann kommt auch der Steilpass. Aber der ist einen kleinen Tacken zu lang und deswegen geht er ins Tor aus. Und hinten steht Benjamin Büchel im Tor der Liechtensteiner und beklatscht auch diese Aktion. Also er wird heute oft in seine Hände klatschen, hat sich ja gerade auch gefeiert für diese Parade und hat jetzt natürlich noch mehr Zeit, die er hier von der Uhr nehmen kann und von der Uhr nehmen muss, um in diesen 15 Abstoß Minute, ne? auszuführen. Das kann doch ein langer Abend werden, Julia. Aber erinnerst dich, wir sind am Fanbus vorbeigekommen und fragte der Moderator dieser Fanaktion draußen, ein Fan, sag mal, wie geht's denn aus? Und dann sagte der, klar, zweistellig. Haben wir noch gelacht. Haben wir noch gelacht. Aber mal gucken, wohin es dieser Abend noch führt. Ja, da haben wir gesagt, ein bisschen mehr Demut. Aber gut, 15 Minuten sind rum und mit einem 1-0 ist auch der Weg zum zweistellig doch noch relativ weit, möchte ich mal sagen. Die Liechtensteiner probieren es gerade mal wieder im Mittelfeld den Ball zu erobern, aber Salanovic klatscht sich nur in die Hände, verliert den Ball, stattdessen die Deutschen weiter Pass auf. Sané an der Strafraumgrenze kriegt Baku den Ball. Klasse gemacht! Direktabnahme mittellinks, aber wieder ist er da, der Benny Büchel. Und wieder wird er gefeiert und dann haut er den Ball mal in die Hälfte der Deutschen rein. So weit war er, glaube ich, noch nie in der deutschen Hälfte. Und wer war da? Salanovic, der immer die ganzen Wege nach vorne machen muss. Salanovic übrigens ist ja der, der am höchsten gerankt ist, wenn man das mal so da sagen darf auf Neudeutsch, was den Marktwert betrifft mit 250.000 Euro. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, mal so einen Vergleich zu ziehen. Also ein Riedle Baku, den wir gerade mit dieser tollen Aktion gesehen haben, der ist mit 25 Millionen dort aufgeführt. Also da sehen wir den Unterschied. Der ein Vielfaches, sagt man, ne? Ein Vielfaches. Ich wollte mir eigentlich die ganzen Nullen noch aufschreiben, aber da bin ich ganz schlecht drin. Ja, und Deutschland schon wieder drin im Strafraum mit Thomas Müller. Und er nimmt die Arme hoch, weil er da in letzter Sekunde abgeblockt worden ist im Zentrum. Aber Deutschland ist schon wieder drin im Strafraum mit Riedle Baku. Jetzt sind ganz viele, 6, 7 deutschen Spieler am und im Strafraum. Und Leon Goretzka flankt den Ball auf den langen Pfosten. Da ist Gündoğan, er will ihn wieder zurückspielen. Und da sind sie wieder dazwischen, die Liechtensteiner. Aber jetzt müssen sie irgendwie gucken, dass sie den Ball aus dem Strafraum rauskriegen. Und ganz cool hat das der innere Mann in der Fünferkette gemacht, Daniel Kaufmann. Der gefällt mir mit seiner Ruhe auf. Und jetzt haben wir hier ein paar Fans auf der Tribüne mit nacktem Oberkörper. Die feiern Danke, Jogi. Jeder hat einen Buchstaben auf seinen Körper gemalt. Und auf der Tribüne sitzt Joachim Löw, guckt sich das in Ruhe an.
und sieht, dass die Liechtensteiner jetzt einen Einwurf haben in der eigenen Hälfte. Weil wir immer so gerne über die Mode des Joachim Löw fabuliert haben, all die Jahre. Heute hat er einen weinroten Rollkragenpulli an. Seine Jacke hat er nämlich ausgezogen, während hier der Stadionsprecher bejubelt wird. Warum? Weil er gerade einen Fahrer eines Fahrzeugs aufgerufen hat, doch bitte sein Fahrzeug umzustellen. Also dafür ist Zeit, denn das Spiel pendelt im Mittelfeld hin und her. Deutschland im Ballbesitz. Hofmann mit dem Pass versucht zu Reus an der Strafraumgrenze, kommt nicht an, weil Hasler wieder dazwischen gegangen ist. Deutschland muss wieder zurück zur Mittellinie spielen. Da stehen immer Rüdiger und Kehrer. Rüdiger so ein bisschen in einer Position. Mal spielt er nach links, mal nach rechts. Jetzt hat er es nach links gemacht. Goretzka kriegt den Ball 25, 30 Meter vorm Tor. Spielt auf die rechte Seite zu Hofmann. Hofmann aus 16 Metern. Raunen Sie hören es, kein Jubel. Und wer hatte die Hände dazwischen? Na klar, der Benny Büchel. Ja, und der muss schon wieder aufpassen. Den durfte er halten, der war sehr zentral geschossen, aber sie pirschen sich langsam ran ans 2:0 mit dem Torschützen, mit Ilkay Gündoğan, der nach hinten spielt zu Thilo Kehrer, raus auf Thomas Müller, der jetzt die rechte Seite immer wieder weiter verstärkt, jetzt auf den langen Pfosten, Gündoğan an die Latte, Müller spielt ihn wieder zurück und dann ist er drin im Tor, aber die Fahne des Schiedsrichterassistenten unten, die ist oben und offensichtlich war der Ball schon hinter der Torauslinie. Aber guck mal, Ilkay Gündoğan, Kopfballgott. Ne? Das ist unser Torschützenkönig heute. Aber Abend. Also bei einem Flankenball hat er definitiv noch nicht abseits gestanden und dann köpft er den Ball auf die Latte und also wie der dann, kann der physikalisch im Aus gewesen sein, wenn der von der Latte wieder zurückkommt und Thomas Müller nimmt ihn dann noch vor der Linie wieder? Mit Physik, ich bin eben schon bei Mathe gescheitert. Ja, heute, die beste Klasse Deutschlands, heute Ausgabe Wolfsburg. Frag mich was mit Sprachen. Ja, ich lasse mir was einfallen. Abstoß auf jeden Fall hinten von Benjamin Büchel. Und der landet im Seitenaus und Deutschland baut nochmal neu auf. Und mein Ratschlag wäre ein bisschen weniger über links und mal ein bisschen mehr über rechts. Ne? Also da kann man sich gerade leicht drauf einstellen. Warum nicht? Und das sieht Leroy Sané auch, der auf der linken Seite gerade nach rechts geguckt hat. Ja, aber Pustekuchen, spielt er nach links. Abgebogen. Genau, zu Ilkay Gündoğan und Christian Günther. Christian Günther zurück zu Antonio Rüdiger und der verteilt den Ball zu Jonas Hofmann und der spielt ja bekanntermaßen rechts mit Riedle Baku, der auch wieder aber in die Mitte zieht. Thilo Kehrer darf auch mal den Ball berühren, den habe ich noch gar nicht im Ball gesehen. Der spielt wieder zu Jonas Hofmann. Jonas Hofmann rein in den Strafraum und wieder ist er da, der Gündoğan. Will rauslegen auf Reus, 10 Meter vorm Tor, bleibt aber hängen. Nächster Pass in die Mitte und Eigentor! Eigentor von Daniel Kaufmann! 2:0 Deutschland! Das war ein Pass von der linken Seite, der sollte eigentlich zentral ankommen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, war der Passgeber der strahlende Christian Günther, der Freiburger Kapitän. Nach ein bisschen Ping-Pong im Strafraum der Liechtensteiner landet der Ball von Rüdiger bei Christian Günther. Riedle Baku war eingelaufen, aber Daniel Kaufmann war schneller, rutscht in den Ball rein. Unhaltbar für seinen eigenen Torwart. Büchel rein zum 2:0 für Deutschland. Und ich gucke auf die Uhr, 20 Minuten sind rum, wir rechnen hoch. Vielleicht macht die deutsche Nationalmannschaft diesen Fan heute doch noch glücklich, den du gerade zitiert hast. Ja, denkbar, weil irgendwann hinten raus wird ja auch noch mal mehr die Kraft nachlassen bei den Liechtensteinern, die jetzt aber wieder vorne ihren alleinigen Stürmer auf den Weg schicken. Aber das ist kein Problem für Thilo Kehrer. Und Manuel Neuer hat den Ball, ich glaube, zum ersten Mal. Zweite Mal in diesem Spiel. Er hat schon einen Rückpass und hatte jetzt wieder nach vorne gelegt. Und Christian Günther, weil es so viel Spaß gemacht hat, wieder in hohem Tempo auf der linken Seite nach vorne, dann nach halblinks zu Ilkay Gündoğan, raus auf den rechten Flügel. Hofmann nimmt den Kopf hoch, wählt aber nicht den Flankenball, sondern den Weg zu Leon Goretzka. Der spielt Ilkay Gündoğan an, Ball kommt runter im Strafraum. Riedle Baku ist da und dann können die Liechtensteiner klären. Und nochmal ein Wort zum Tor. War natürlich eine super scharfe Hereingabe. Ist immer ein gutes Mittel von der linken Seite. Aber von Christian Günther, wenn da der Kaufmann nicht rangegangen wäre, wäre es, glaube ich, überhaupt kein Problem gewesen für Benjamin Büchel, da den wegzufischen. Aber im Konjunktiv wird kein Fußball gespielt und deswegen führt Deutschland eben nach dieser scharfen Hereingabe und dem Eigentor, übrigens herrlich, fast links oben rein in den Winkel, kannst du als Stürmer nicht besser machen. Wollen wir die Liechtensteiner nicht weiter foppen? Nee. Und lieber zugucken, wie mal wieder Ilkay Gündoğan, der Ballmagnet im deutschen Team, den Ball hat, in halblinker Position, auf Marco Reus, der in den Lauf von Leroy Sané, der schießt und Tor! Halblinke Position am Fünfer! Kein Kontakt, dann der Kontakt und mit dem linken Fuß rechts rein ins Tor für Deutschland. 22. Spielminute, keine 120 Sekunden nach dem 2:0 fällt das 3:0 und der Torschütze heißt Leroy Sané.
Und was guckt denn bitte der Hansi Flick so grimmig rein, nur weil sie Danke-Yogi-Plakate in die Lüfte halten hier in Wolfsburg? Der hat reingeguckt, als wenn seine Mannschaft gerade das 0:3 bekommen hat, als die deutschen Spieler Leroy Sané gefeiert haben. Jetzt steht er auf, der Hansi Flick hat einen dicken Daunenmantel an. Und guckt immer noch nicht so ganz glücklich. Was ist denn da los? Also ich habe dafür keine Erklärung. Vielleicht hat er Mitleid mit den Lichtensteinern. Er wollte doch schnelle Tore. Er wollte die Gier auf Tore seiner Mannschaft. Ich würde mal sagen, das kann man sagen, wenn man nach 21 Minuten mit 3:0 führt, dann ist so ein bisschen von der Gier schon hier zum Tragen gekommen. Und jetzt wedelt er auch ganz wild mit der linken Hand. Und weißt du was, der zeigt auf die rechte Seite. Der möchte auch mal mehr über rechts sehen. Doch, bitteschön. Warum sollte Hansi das Spiel anders sehen als wir? Und dann kriegt auch gleich der Jonas Hofmann den Ball und spielt auf Riedle Bakun. Was passiert? Der Ball geht wieder auf die linke Seite über Rüdiger. Und da ist schon wieder Christian Günther im Zusammenspiel mit Gündogan. Das läuft ganz gut bei den beiden. Die spielen zurück zu Jonathan Tah, der auch mal wieder auf die rechte Seite. Da ist Müller, so 20 Meter vorm Tor mit dem Lupfer zu Leroy Sané. Der wollte mit dem Rücken das Tor machen und das macht jetzt Reus. Tor! 4:0 für Deutschland. Oh, wow, 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 wow. Was ist denn hier los? Also, dass wenn sie einmal loslegen, es schwierig für Liechtenstein werden könnte, okay. Aber dass jetzt hier die Tore im Minutentakt fallen. Klasse Aktion, also dieser Lupfer. Selbst Jogi Löw rümpft die Nase. Tun die Liechtensteiner den deutschen Verantwortlichen und ehemaligen Verantwortlichen hier schon leid. Also Müller mit dem Lupfer in den Strafraum aus 25 Metern. Da will Sané eigentlich so mit dem Hinterkopf oder vielleicht auch mit dem Rücken den Ball weiterspielen. Kommt aber gar nicht an den Ball ran. Aber dahinter ist eben Reus. Ball abgefälscht schon im Liechtensteiner. Und Reus aus 5 Metern halblinker Position. Ganz cool läuft in den Ball rein mit dem rechten Innenspann rein ins Tor. 4:0. Ja, 4:0 und das war noch die 23. Spielminute. Ne? Also dann hätten wir 22. Spielminute, 23. Spielminute. Ich komme auch nicht hinterher. Jetzt sind wir mathematisch schon überfordert, wenn wir das hochrechnen. Ne? Also im Minutentakt wird es dann eine ziemlich enge Geschichte. Aber gut, die Liechtensteiner können jetzt taktisch auch nichts anderes machen, als sich weiterhin mit allem Mann am eigenen Strafraum zu verbarrikadieren. Deutschland spielt schon wieder schnell durch die Kette und dann hinein in die Mitte. Und dann Gündogan, der spitzelt den Ball aufs Tor. Und Benjamin Büchel hätte da so schnell gar nicht seinen Fuß bewegen können und hat deswegen Glück, dass Gündogan ihn quasi anschießt, also der linke Fuß, der schon auf dem Boden steht und die Hand geht da auch noch runter. Das war tatsächlich eine aktive Parade, die verhindert das 5:0 in der 25. Spielminute und Hansi Flick treibt seine Mannschaft weiter nach vorne, guckt weiter ein bisschen grimmig und klatscht und sagt, weitermachen, wir wollen hier noch mehr. Der will für seinen Kumpel Joachim Löw wahrscheinlich hier den ultimativen Abschied mit Torrekord erleben in der Wolfsburger Arena und die Zuschauer, die wirken auch fast wie perplex. Ne? Also hier ist ganz schön ruhig in der Arena. Ja, also Party ist anders. Ne? Ja. Schade. Aber ich weiß nicht, wie du sagst, ist es tatsächlich perplex, dass sie sich die Augen reiben? Aber es ist ja nicht so, dass Deutschland zaubert. Und wir dürfen auch nicht vergessen, an dieser Stelle noch mal zu erwähnen, dass Liechtenstein ja nur noch zu 10 ist. Also es ist nicht nur Deutschland gegen Liechtenstein, sondern es ist Deutschland gegen nur noch 10 Liechtensteiner. Die Deutschen kommen jetzt wieder Rüdiger, 25 Meter vorm Tor, halblinke Position, zieht so ein bisschen in die Mitte, spielt rüber zu Kehrer. Kehrer zu Goretzka, Goretzka mit dem Lupfer rein in den Strafraum. Reus kommt diesmal nicht dran, weil Sandro Wolfinger dann doch einen Schritt schneller war. Wolfinger klärt zur nächsten Ecke für Deutschland, während wir natürlich jetzt hier auch schon so ein bisschen die Statistiken nebenbei wälzen. Wann gab es die höchsten Siege für Deutschland? Was wir sagen können, und darauf wird es ja hinauslaufen, es wird ein neuer Startrekord für den Bundestrainer. Es wird in seinem 6. Spiel das 6. Siegecke für Deutschland getreten von Leroy Sané. Und da steht Aaron Seele so ungefähr 10 Meter von Sané an der Grundlinie und genau den schießt Sané ab. Zwar hüfthoch. Ball geht wieder ins... Schulterhoch. Ja, also jedenfalls gibt es die nächste Ecke für Deutschland. Alles von der rechten Seite. Boah, Anatomie bin ich auch schlecht. Also wir haben jetzt, glaube ich, mehrere Fachgebiete gestriffen, die wir alle nicht perfekt beherrschen. Müssen wir auf das Spiel konzentrieren. Torrufen haben wir auf jeden Fall drauf und mal gucken, ob wir das jetzt gleich wieder können. Leroy Sané mit dem Eckball auf den kurzen Pfosten, aber dann rausgedroschen von Max Göppel. Und da ist Manuel Neuer, 10 Meter in der Hälfte der Liechtensteiner. Und deswegen brandet hier auch Jubel auf im Stadion. Schnell nach vorne gespielt, wieder Leroy Sané, der spielt den Steilpass. Ja,
so außen vorbei am Innenverteidiger. Und wenn Marco Reus da den Braten gerochen hätte und da hingelaufen wäre, dann hätte er wieder alleine vorm Tor gestanden, so wie gerade bei seinem Treffer in der 23. Spielminute. Und Leroy Sané, der passt da den Befreiungsschlag ab, schießt auf die kurze Ecke. Ja, und Benjamin Büchel können wir überhaupt keinen Vorwurf machen. Wenn man in der 27. Spielminute beim Spielstand von 4:0 für Deutschland sagen kann, dass der Liechtensteiner Keeper auch schon ein paar rausgeholt hat, die gefährlich waren, dann zeigt das einfach die Überlegenheit. Aber du hast natürlich völlig recht. Gegen 10 Liechtensteiner, ja, ist das ja, also auf jeden Fall mal so eine Art Muster ohne Wert, ne, was da unten jetzt, also Erkenntnisse wirst du überhaupt keine sammeln können. Aber du kannst natürlich ein bisschen Selbstbewusstsein sammeln bei allen, die da vielleicht Selbstbewusstsein nötig haben. Und Marco Reus ist ja so einer, bei Borussia Dortmund war ja gerade irgendwie nicht so rosig. Und übrigens, ich habe ein Lächeln auf dem Gesicht von Hansi Flick gerade gesehen. Also auch er kommt in Stimmung. Jetzt fehlt nur noch, dass das Wolfsburger Publikum so ein bisschen in Stimmung kommt. Kann man doch mal, hallo Wolfsburg, 4-0 für Deutschland nach 27 Minuten. Und jetzt gibt es schon den ersten Wechsel bei den Liechtensteinern. Da hat der Trainer wohl gemerkt, dass er was ändern muss, dass das so nicht weitergehen kann. Und da kommt jetzt noch ein Wolfinger auf den Platz, nämlich der Fabio Wolfinger. Das ist der jüngste von drei Wolfingern. Alle spielen im selben Verein. Und raus geht Yannick Frick. Yannick Frick, und das ist auch einer der Frick-Brüder, also wo du gerade hier über die Dynastien sprichst. Die ganzen Dynastien des Fürstentums Liechtensteins, genau. Das ist vor allem ein Offensiver. Und Fabio Wolfinger ist ein bisschen weiter hinten im Spiel, ist zwar ein Mittelfeldspieler, aber nicht ganz so weit vorne, wie gesagt, wie Yannick Frick, dessen Papa Mario übrigens, um ein bisschen bei der Liechtensteiner Fußballgeschichte zu bleiben, Rekordtorschütze ist und das mit 16 Toren. Also das sind natürlich auch Zahlen, wenn wir sagen würden, Miroslav Klose ist mit 16 Toren Rekordtorschütze in der Nationalmannschaft, da würde uns jemand einen Vogel zeigen. Ja, das stimmt, aber es ist halt eben der Unterschied, ne, zwischen Liechtenstein und Deutschland, wo du gerade die Zahl 16 genannt hast, haben unsere Datenrechercheure nochmal rausgeschickt. 1. Juli 1912, da gab es ein 16:0 gegen Russland. Wenn das hier in dem Rhythmus weiterginge, dann wäre das durchaus im Bereich des Möglichen. 16:0, genau. 1912 ist allerdings auch schon eine Weile her. Und dann hätte ich 96 mal 9:1 gegen Liechtenstein. Da sind wir auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Deutschland spielt schon wieder den Ball hinein in den Strafraum. Jonas Hofmann zu Thomas Müller. Rechts drin im 16er, dann an den Fünfer herangespielt und dann geklärt. Und jetzt müssen sie gucken, dass sie den Ball rausbringen. Die Liechtensteiner tun das auf der linken Seite. Also 9:1 merken wir uns vielleicht mal so als Referenzgröße gegen Liechtenstein. Das ist was, was heute Abend, glaube ich, drin ist. Ne? Genau, das war das erste Spiel, glaube ich, zwischen den beiden. 1996 hast du ja gesagt. Genau. Und das ist durchaus etwas, mit dem hier jeder leben könnte. Und jetzt haben sie aber ja so ein bisschen den Gang zurückgeschaltet. Die Deutschen sind in der eigenen Hälfte. Ball ging nämlich weit geschlagen von den Liechtensteinern von der Mittellinie in Richtung Manuel Neuer, der aber auch wiederum weit vor seinem Kasten steht. Riedle Baku ist schon wieder am gegnerischen Strafraum, spielt rechts raus zu Jonas Hofmann, der an der Strafraumgrenze guckt und sieht aber anscheinend nichts, denn seine Flanke landet bei einem blau-roten. Und das ist der gerade eingewechselte Fabio Wolfinger, der sich den Ball holt im eigenen Strafraum, auf die rechte Seite rausgeht und dort 30 Meter vom Tor den Ball verliert. Und dann geht es wieder schnell. Da ist schon wieder Sané im Strafraum, der will mit der Hacke weitergeben. Aber Thomas Müller ist viel zu weit weg von ihm. Das war zwar ein No-Look-Pass, wie es so schön heißt, aber da hätte er tatsächlich besser hingeguckt, hatte nämlich Zeit genug. Ein No-Look-Pass in diesem Fall wäre ein besser Guck-Pass besser gewesen. So to say. Ja, und dementsprechend haben die Deutschen jetzt den Einwurf. Und das ist natürlich jetzt schwierig, weil klar, du hast jetzt ein bisschen Mitleid, 30. Spielminute, du führst 4:0, aber du darfst jetzt natürlich auch nicht jegliche Spannung verlieren, denn irgendwie musst du das Publikum ja jetzt auch wieder reinkriegen in dieses Spiel. Die haben immer freundlich gejubelt bei den Toren, aber ansonsten, es ist hier total still im Stadion. Also das ist natürlich auch irgendwie nicht ganz angemessen, aber vielleicht spielt da auch das Mitleid eine Rolle bei den Fans, die jetzt sehen, dass Deutschland ja gar nicht andribbelt, sondern den Ball wie beim Handball rumspielt um den Strafraum, wo alle Liechtensteiner drin oder dran sind. Und dann verliert Deutschland den Ball auch in der Vorwärtsbewegung, aber holen ihn sich natürlich direkt wieder zurück. Manuel Neuer steht übrigens permanent noch in der eigenen Hälfte, aber am Mittelkreis und schaut sich das Treiben an. İlkay Gündoğan ist der Chef-Ballverteiler, rausgespielt auf die rechte Seite auf Jonas Hofmann, dann auf Leroy Sané, Ballverlust und jetzt wieder Liechtenstein. Ja, und Liechtenstein, wir haben es gesagt, 90% der Spieler Amateure. Yannick Frick, der gerade ausgewechselt wurde, spielt in der 4. italienischen Liga. Aber da ist es wurscht, egal ob der Amateur oder Profi ist. Der ist so stinksauer gewesen bei seiner Auswechslung. Der wollte nicht mal abschlagen, hat den Betreuer, der ihn abklatschen wollte, weggestoßen. Also der wäre gerne noch dabei gewesen, auch wenn Liechtenstein mit 0
4 hinten liegt. Die Deutschen kommen wieder über die rechte Seite. Jonas Hofmann im Zusammenspiel mit Müller. Müller wieder zurück zu Hofmann. Ball prallt wieder zurück von einem Liechtensteiner Kopf zu Hofmann. Der wird jetzt aber dann auch so ein bisschen rausgedrängt. Deswegen Kehrer greift von hinten 31 Meter vom Tor, spielt raus auf die rechte Seite zu Riedle Baku. Baku zu Jonas Hofmann, der den Ball wieder in die Zentrale spielt. Da ist Toni Rüdiger. Rüdiger raus auf die linke Seite zu Sané. Sané jetzt raus zu Christian Günther an der linken Strafraumkante. Günther wieder zurück zu Rüdiger, 30 Meter vom Tor. Jetzt kommt Sané, der will Reus einsetzen. Reus startet, aber da sind zwei Liechtensteiner, die dazwischen gehen, die so einen Block machen. Ball landet bei Manu, der heute mal wieder seinen Libero-Spiel auskostet mit dem Kopfball am Mittelkreis. Dann Leon Goretzka wieder raus zum Eigentor-Provozierer, zu Christian Günther, der dann zu Leon Goretzka, der zu Ilkay Gündoğan. Wir sind zentral in der Hälfte der Liechtensteiner. Halblinke Position jetzt. Goretzka mit dem Ball am Fuß. Der wird gar nicht mehr richtig attackiert. Also die Liechtensteiner stellen jetzt einfach nur die Räume zu vorm Strafraum und die rücken dann gar nicht raus, wenn ein Deutscher da den Ball hat und bleiben sehr defensiv an der Strafraumkante und stellen nur die Räume zu. Dann wird es natürlich super eng. Deutschland trotzdem mit Leroy Sané, der hat das Problem, dass der Ball ein bisschen weit wegspringt von seinem Fuß und deswegen sind wir jetzt wieder außerhalb, draußen aus dem Strafraum. Also wenn sie sich da durchkombinieren wollen, dann geht es sicher immer nur mit einem Kontakt. Also da kannst du den Ball nicht noch annehmen, weil da steht dann direkt ein Liechtenstein oder zwei daneben. Leon Goretzka wieder raus auf den linken Flügel. Da ist mal Thomas Müller ausgewichen. Flankenball zu Sané! Und der per Aufsetzer aus zentraler Position rechts vorbei am Liechtensteiner Tor. Ich weiß gar nicht, hast du gerade gehört? Es gab so ganz leise Deutschland-Deutschland-Rufe, aber das ging nur so 30 Sekunden und jetzt ist es wieder sehr ruhig in dieser Wolfsburger Fußballarena, in der 26.000 Zuschauer sind. Das ist unter Corona die maximale Auslastung. 2G ist hier die Voraussetzung gewesen, um ins Stadion hereinzukommen. Und jetzt haben wir die 34. Spielminute. Siehst du den Bleistift hinter meinem Ohr klemmen? Ich bin heute dein Statistikoffizier. Oh, erzähl, was hast du denn? Was Liechtenstein heute auf jeden Fall verhindern möchte, ist die höchste Niederlage der Landesgeschichte. Das ist ein 1:11 gegen Mazedonien. Okay, und die Deutschen haben aber was dagegen, dass Liechtenstein das verhindern will. Kommen schon wieder über die linke Seite mit Gündoğan, mit Sané, der jetzt sogar in der Verteidigerposition dort hinten aushilft, sich den Ball am Mittelkreis holt, rechts raus, spielt zu Jonas Hofmann, der hat viel Platz, spielt noch weiter rechts raus zu Riedle Baku, Doppelpass mit Hofmann, Hofmann im Strafraum. Aber dann geht der Mann mit der Maske dazwischen, Noah Frommelt klärt zum nächsten Eckball für Deutschland von der rechten Seite. Und diesmal wird er wohl getreten von Jonas Hofmann, die bisherigen ja von Leroy Sané dort draußen von der rechten Seite getreten. Eben hatte sich Antonio Rüdiger mal beschwert, dass der Sané den so flach reingespielt hat, weil Rüdiger mit seinen 1,90 natürlich hochgewachsen gerne ein Kopfballtor erzielen würde. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Ball kommt hoch rein. Rüdiger geht hoch. Vor ihm geht aber auch noch Thilo Kehrer hoch. Beide kriegen den Ball nicht richtig unter Kontrolle. Und ich habe so das Gefühl, es gibt irgendwie so eine Ansage, bloß keine Distanzschüsse. Nee, genau. Denn sie spielen immer noch mal wieder raus, so wie jetzt auch. Flache Hereingabe von Hofmann von der rechten Seite. Dürften sie aber ruhig mal machen. Ne? Also ich, wenn ich nicht angegriffen werde, 18 Meter vorm Tor, dann haue ich halt kann mal drauf. Weil ich meine, da sind so viele im Strafraum, den braucht nur mal einer abprallen lassen oder abfälschen, dann wird es halt auch für den Torwart super schwer. Und sie werden nicht angegriffen. Ne? Also jetzt weit dran am Strafraum, Leon Goretzka auf der rechten Seite, nur noch 2 Meter bis zur Strafraumkante rechts. Und sein Gegenspieler stellt sich da einfach nur hin und stellt den Raum und den Passweg zu. So jetzt dasselbe auf der anderen Seite mit Toni Rüdiger. Und zentral bietet sich dann wieder Ilkay Gündoğan an. Jetzt sind wir wieder bei Goretzka auf der rechten Seite. Na ja, gut, das war nichts. Ne? Das war so ein Flankenflugball, den wollte er eigentlich wegdrehen vom Torwart, erwischt ihn dann aber mit dem Außenriss und deswegen fliegt er genau in die auffangbereiten Arme von Benjamin Büchel. Nochmal für alle, die dazugekommen sind, 36. Spielminute in Wolfsburg. Es steht schon 4:0 und zwar seit der 23. Spielminute. Unter anderem auch, weil Jens Hofer in der 9. Spielminute die rote Karte gesehen hat. Jetzt aber Thomas Müller spielt den Ball raus auf die linke Seite und Liechtenstein klärt. Ja, und da war Christian Günther, der Mann, der das zweite deutsche Tor provoziert hat mit einer scharfen Hereingabe. Dann gab es das Eigentor von Daniel Kaufmann.
Er kommt aber nicht an den Ball, weil die Liechtensteiner nochmal dazwischen gegangen sind. Und um nochmal auf die Distanzschüsse zu kommen, ne, die könnte man durchaus in Situationen, hätte schon mehrfach Thilo Kehrer zum Beispiel, der völlig freie Bahn hatte, aber dann doch lieber nochmal nach links spielt, 20 Meter vom Tor. Die Deutschen mit viel Klein-Klein jetzt, natürlich schwierig gegen diese vielen Blau-Roten, die da im Weg stehen. Jetzt aber mal Sané, Distanzschuss, Büchel mit den Fäusten, geht doch aus gut 20 Metern. Da hatte er nämlich Platz und Zeit zum Schießen und der Ball ging aufs Tor der Liechtensteiner, der Torwart klärt, Ball prallt zurück und jetzt probiert es auch Goretzka mal aus der Distanz und wieder ein Liechtensteiner dazwischen. Ball geht wieder Richtung Eckfahne, aber diesmal nochmal geklärt und deswegen gibt es nur Einwurf, 2 Meter von der rechten Eckfahne entfernt für Deutschland. Deutschland führt mit 4:0. Ich gucke nochmal runter, bei den beiden Schüssen, Hansi Flick hat nicht geschimpft. Ne? Also na, guck, es, dann dürfen sie doch. Es muss offensichtlich erlaubt sein und Toni Rüdiger links raus und wurde, als Toni Rüdiger den Ball hatte, wurde gerade gerufen, schieß, aber hat er nicht gemacht. Stattdessen nochmal Günther von der rechten Seite und wird es wieder ein Eigentor. Oh, fast wäre es wieder ein Eigentor geworden, aber mit vereinten Kräften sind die Liechtensteiner dann da. Daniel Kaufmann zusammen mit seinem Torhüter Büchel. Und ich glaube, am Ende holt sogar ein Deutscher den Ball aus dem Tor. Ist das Ilkay Gündoğan? Gündoğan hatte eigentlich die Chance, ihn reinzuwurschteln. Er hat das Eigentor verhindert. Und es gibt den Abstoß vom Liechtensteiner Tor. Sonst hätten wir ja die Ecke auch gesehen. Ich hatte nämlich auch gedacht, was macht der Gündoğan denn da? Schräg, ne? Ja. Also ja, gut. Aber war halt aus allerkürzester Distanz. Und ich glaube, der geht quasi von seiner Nase dann neben das Tor. Also den zu kontrollieren, wäre dann tatsächlich schwierig geworden. Langer Abstoß der Liechtensteiner. Und ja, hör mal, die Schiedsrichterin hast du nur ganz am Anfang angesprochen. Ja, macht sie gut, deswegen muss ich sie nicht alleine ansprechen. Ivana Martinčić. Und das hat ja Hansi Flick auch gesagt. Es sollte eigentlich das Normalste der Welt sein, dass eine Frau so ein Spiel pfeift. Und er hat sich sehr darüber gefreut, dass das heute der Fall ist. Und bei der einen, ja, es war keine knifflige Entscheidung. Die rote Karte musste sie ja geben in der 9. Spielminute. Hat sie richtig gelegen. Und ansonsten macht sie das wirklich mit aller Ruhe und Gelassenheit. Und während jetzt hier die Betreuer auf den Platz gerufen werden bei den Liechtensteinern, nimmt sie nochmal Kontakt auf mit dem Kapitän der Liechtensteiner, mit Nicolas Hasler und diskutiert nochmal das ein oder andere Mal mit ihm. Und in der Zeit tickt die Uhr runter. 38 Minuten und 40 Sekunden in diesem Augenblick. Und Deutschland führt mit 4:0 und macht es jetzt einfach gerade ein bisschen gnädig. Ne? Also sie spielen es halt irgendwie so runter. Ja, interessant übrigens auch, während hier das Spiel unterbrochen ist, bekommen wir ja auch immer mal wieder die Ehrentribüne eingeblendet. Das Wolfgang Niersbach, den hatte ich noch gar nicht gesehen, der ehemalige DFB-Präsident, der ja lange DFB-Präsident war und in der Amtszeit von Joachim Löw auch hier sitzt, auch zu Gast ist. Also eine Menge. Er sitzt sogar neben Löw, oder? Er sitzt direkt neben Löw. Direkt daneben, ist ja auch ein Statement. Ja, also die zwei hatten eine gute Zeit, auch wenn sie für Niersbach nicht so schön endete als einer der DFB-Präsidenten, die gescheitert sind, aber da ist er ja nicht alleine. Gut, wir konzentrieren uns auf den Fußball. Liechtenstein bekommt einen Freistoß, denn das war eben ein kleiner Zweikampf. Körperbetontes Einsetzen von Antonio Rüdiger. Und jetzt gibt es ein körperbetontes, aber auch technisch schönes Einsetzen von Salanovic, der in Finnland ja sein Geld verdient. Aber auch dieser Angriffsversuch, der scheitert wieder, obwohl es über 2-3 Stationen dort vorne in der ersten Angriffsreihe ging. Und jetzt erobern sie den Ball und da gibt es mal den Distanzschuss von Aaron Seele aus 25 Metern halblinke Position. Aber da hat er ein bisschen Zeit gehabt, der gerade mal 1,68 große und war, glaube ich, so nervös, dass er so frei vorm deutschen Tor zum Schuss kommt, dass er ihn völlig verzogen hat. 15 Meter vorbei oder so. Und 3 drüber. Also ja, aber immerhin, erste Torannäherung nach 40 Minuten. Wir werden auch bestimmt einiges nachgespielt bekommen, nach der verletzungsbedingten Behandlungspause auch von Leon Goretzka. Und jetzt die Deutschen noch einmal mit einem Lupfer von Antonio Rüdiger in Richtung Strafraum. Und dann landet der Ball bei Ilkay Gündoğan, der mal volle Lotte Direktabnahme aus 11 Metern. Ziemlich genauso weit drüber wie eben der Kollege Seele im Trikot der Liechtensteiner. Aber mit mehr Wucht, das ist richtig. Ja. Und ja, damit hat er die Chance vergeben, hier auf 5:0 zu stellen. In der 41. Spielminute bei den Deutschen, also ganz normal, ne, laufen sich jetzt auch schon diverse Spieler warm unten. Zum Beispiel in Julian Brandt, der natürlich auch vielleicht ganz gerne mal zeigen würde, er hat nämlich in diesem Jahr noch gar nicht für die Nationalmannschaft gespielt, dass er immer noch eine Option ist in dieser Mannschaft. Und ich gehe mal davon aus, in so einer Partie wird der Bundestrainer, wird Hansi Flick auch das Wechselkontingent komplett ausschöpfen und allen hier mal nochmal ein weiteres
Einträgchen in der Statistik der Länderspiele gewähren. Deutschland dribbelt an mit Leon Goretzka, der spielt den Ball raus auf die halbrechte Position im Mittelfeld, auf Thilo Kehrer, wieder alle Mann dran am Strafraum der Liechtensteiner. Leon Goretzka dribbelt an und dann passt er auf Leroy Sané. Und der wollte durchlaufen lassen, wollte den Ball durchfliegen lassen für Ilkay Gündoğan. Und Ilkay Gündoğan hat gedacht, ach guck mal, der Leroy, der köpft den noch jetzt drauf. Und am Ende, wenn zwei denken und keiner richtig macht, dann flutscht das Ding halt einfach durch. Genau, aber es war schön gedacht, aber wie du sagst, nimm du, ich hab ihn. Oder wie heißt das so schön? Was hast du denn früher eigentlich auf ein Zeugnis gekriegt, wenn der Lehrer gesagt hat, das war schön gedacht? Das war schön gedacht. Ja. Mein Lehrer das kann nicht hat so gut früher gewesen geschrieben, sein. Sie ist ihren Mitschülern meist hilfsbereit gegenüber. Guck, das auch, ist, ja auch, eine, ist ja? ja auch eine schöne Gabe. Ja, ja. Finde ich auch. Also, Fußball wird hier gespielt. Deutschland führt mit 4:0 gegen Liechtenstein. Die 42. Minute ist rum und Deutschland kommt über die rechte Seite mit Jonas Hofmann. Der spielt wieder in die Zentrale, in den Mittelkreis. Da kommt Thilo Kehrer, langsames Aufbauspiel der Deutschen, rüber auf Goretzka. Der geht in Richtung Strafraum, spielt raus auf die rechte Seite zu Riedle Baku. Baku jetzt im Strafraum, spielt aber wieder zurück zu Kehrer. Kehrer zu Goretzka. Goretzka über zwei Stationen, Ball landet bei Sané. Aber dann stehen sie sich alle im Weg. Vor allem stehen da halt wahnsinnig viele Liechtensteiner rum. Und dann kommt Sané mit dem Ball am Fuß ein bisschen in eine Wackelposition, will rüberspielen zu Riedle Baku, aber dann ist er da, der Benny Büchel, das ist der Torwart der Liechtensteiner und es bleibt beim 4-0. Ich habe mal eine Statistik gesehen über den FC Bayern München. Wenn die Bayern ein Tor schießen, dann sind im Schnitt 5 Bayern-Spieler im Strafraum. Also es ist so eine Art Nagelsmann-System, dass der möglichst viele Spieler im Strafraum haben möchte. Hier in dieser Partie, wenn Deutschland abschließt, sind, glaube ich, 7 Deutsche und 8 Liechtensteiner im Strafraum. Ist da wirklich voll, ne? Also da ist wirklich voll, da musst du erstmal durchkommen, ne? Also abfälschen ist die eine Möglichkeit, aber durchkommen musst du auch erstmal schaffen. Steilpassversuch von Leroy Sané in den Lauf von Marco Reus, da hat nicht geklappt. Und dann der Distanzschuss von Leon Goretzka, also der dritte Distanzschuss jetzt innerhalb der letzten 10 Minuten und Goretzka geht sich dann auch nochmal wirklich durch die Haare und da wir ihn jetzt auch nochmal ein bisschen näher sehen können, der hat so richtig rote Striemen am Hals, ne? Also von diesem Tritt, der zum Elfmeter führte in der 10. Spielminute, also wenn da gleich nochmal irgendwie was zum Desinfizieren drauf kommt und das wenn der duschen weh. Geht, das tut Aua. Echt weh. Ja, das ist so wie wenn ich dir jetzt mit meinen Fingern am Hals kratzen würde, aber das mache ich gar nicht. Ich bin ja mein Mitschüler gegenüber meist hilfsbereit. Sehr gut. Wissen wir ja jetzt. So, Abschlag vom Tor der Liechtensteiner in die Hälfte der Deutschen, aber sofort die Balleroberung von Thilo Kehrer über Thomas Müller, der verteilt den Ball auf die rechte Seite. Da ist Jonas Hofmann, geht schon in Richtung Strafraum, ist an der Strafraumkante, will zurückspielen zu Müller. Aber sofort ziehen dann immer 2 oder 3 Liechtensteiner in Richtung Ball und bauen eigentlich bei jedem Flankenversuch der Deutschen oder auch Schussversuch so eine Art Mauer. Und das sorgt jetzt für die nächste Ecke der Deutschen von der rechten Seite, wieder getreten von Jonas Hofmann. Und jetzt gibt es aber mal einen energischen Pfiff von Ivana Martinčić. Die holt sich den Antonio Rüdiger zu sich und die holt sich den Fabio Wolfinger zu sich. Und dann sagt sie den beiden Jungs mal, sie sollen sich nicht so richtig kabbeln. Genau. So, da hat der Antonio Rüdiger aber Glück. Da könnte man auch die gelbe Karte ziehen. Wir sehen das in der Zeitlupe, dass er mehr oder weniger so eine Art Schwitzkasten gerade bei seinem deutlich kleineren Gegner gemacht haben. Deutsche Ecke kommt jetzt von der linken, rechten Seite, landet bei Leroy Sané. Der probiert es direkt aus 17 Metern, abgeblockt und rüber ins nächste, aus und rüber zur nächsten Ecke. Es wirkte gerade wie beim Flipperspielen. Hätte nur noch gefehlt, dass einer einen extra Ball reinwirft, um so Bonuspunkte zu holen. Aber ist nicht passiert. Du hast gesagt, Nachspielzeit war etwas länger zu erwarten. 3 Minuten ist noch eine relativ gnädige Auffassung von dem, was dir in der ersten Halbzeit nicht gespielt wurde. Aber beim Spielstand von 4:0 natürlich angemessen. Jetzt der Eckball kurz ausgeführt in die Füße von Ilkay Gündoğan. Der spielt zurück zu Leroy Sané. Der hätte jetzt nochmal ganz rüber spielen können. Zu Riedle Baku tut er aber nicht. Stattdessen schickt er auf der linken Seite nochmal Hofmann, der darüber gewechselt ist, weil er gerade den Eckstoß ausgeführt hat. Aber der war auch wieder einen Tacken zu lang. Und Benjamin Büchel, der Torhüter, hat wieder alle Zeit der Welt, um den Ball jetzt wieder zurückzuholen, ins Spiel hineinzubringen. Und alle gucken auf ihre Uhren und stellen fest, 2 Minuten 30, wenn die Schiedsrichterin sich jetzt an die Nachspielzeit hält, haben wir noch. Und das wäre ja
in Toren gefasst in diesem Spiel, die Möglichkeit noch zwei Treffer zu erzielen. Das haben wir ungefähr mal in der guten Phase, 20., 22., 23. Spielminute gebraucht, um drei Tore zu sehen. Ja, aber jetzt sind die Liechtensteiner in der deutschen Hälfte über Salanovic, der versucht rauszuspielen auf die rechte Seite, aber da gehen sofort die Deutschen dazwischen und Leroy Sané gefällt mir unglaublich gut, was der läuft. Der holt sich die Bälle hinten, der hilft verteidigen und der sorgt für die nächste Angriffsmöglichkeit der Deutschen über Riedle Baku, der ist schon im Strafraum, rechte Seite. Aber Noah Frommelt grätscht dazwischen. Nächste Ecke für Deutschland nochmal zum Ende dieser ersten Hälfte. Und da geht es natürlich Jonas Hofmann, der Gladbacher, wieder hin. Und höre ich da tatsächlich ein rhythmisches Trommeln? Jetzt kommen sie in Stimmung. Hallo Wolfsburg. Wolfsburg ist aufgewacht. Wolfsburg ist da. Wolfsburg will noch ein Tor sehen. Ecke kommt flach rein. Und schon wieder diese Szene, die wir auch schon mit Leroy Sané hatten. Ich möchte nur mal sagen, Aaron Seele ist gerade mal 1,68 Meter groß. Ist also nicht der Größte. Und trotzdem hat es Sané geschafft. Und trotzdem hat es eben Hofmann geschafft, ihn anzuschießen. Spitzname Magneto. Il Magneto. Jetzt kommt die Ecke hoch herein. Da ist natürlich Antonio Rüdiger, aber der kommt gar nicht richtig mit dem Kopf hinter den Ball. Kein Problem für Benjamin Büchel, bleibt also beim 4-0 und wir haben noch eine Minute. Genau, und hinten ist er wieder. Manu, der Libero, der den Ball dann aber auch direkt wieder versucht, vorne an Jonas Hofmann an den Mann zu bringen. Aber der ist ihm mal ordentlich vom Fuß abgerutscht und jetzt hat er so ein lockeres Grinsen im Gesicht. Den wollte er ganz schnell und ganz locker nach vorne spielen und naja, wenn er halt nur zwei Ballkontakte hast im Spiel, dann ist es halt schwer, aus der kalten Hose da den sauberen Pass zu spielen. Aber was ist denn mit dem Hansi Flick los? Der guckt schon wieder so kritisch. Ich glaube, der denkt sich, Jungs, stellt euch mal vor, das wäre nicht Liechtenstein, dann könnt ihr diesen ganzen Zirkus hier nicht machen. Also da geht dann natürlich so ein Pass von Manu dann schon mal in die Hose. Aber ich finde, er steht da unten relativ unergründlich. Jetzt guckt er auf die Uhr, also sehr unergründlich. Ne? Aber er dürfte ein bisschen positiver gucken. Vielleicht hat er Durst. Das kann sein. Oder freut sich auf das Glas Rotwein, hat er ja gesagt, mit Joachim Löw. Aber erst nach Abpfiff. Das stimmt. Also nicht in der Pause. Das wäre es ja noch. Das wäre es noch. Deutschland kommt nochmal über Jonas Hofmann. Und dann nimmt Thilo Kehrer mit. Kehrer spielt in die Zentrale zu Gündogan, Günder raus zu Rüdiger. Und dann ist aber die Pfeife auch im Mund von Ivana Martinčić. Lässt sie diesen Angriff noch gehen? Ja, sie lässt ihn. Thomas Müller im Strafraum auf der linken Seite. Müller spielt in die Zentrale. Da wäre wieder Leroy Sané gewesen. Aber da war wieder der Fuß eines Liechtensteiners. Und jetzt gibt es dann auch, ich nenne es mal, einen höflichen Halbzeitapplaus vom Publikum in Wolfsburg. Deutschland führt zur Pause absolut verdient gegen nur noch 10 Liechtensteiner nach der roten Karte gegen Jens Hofer mit 4-0. Und das Publikum ist deutlich steigerungsfähig. Wir freuen uns deswegen, auch deswegen, auf die zweite Halbzeit. Deutschland vorne mit 4-0. Willkommen zurück in Wolfsburg. Und endlich ist es laut hier im Stadion. Es steht 4-0 nach der ersten Halbzeit zwischen Deutschland und Liechtenstein. Julia, Schlüsselszene klar. 9. Spielminute, die rote Karte für Liechtensteins Jens Hofer, der wirklich mit dem Stollen am Hals unterwegs gewesen ist. Und von Leon Goretzka und deswegen völlig zu Recht die rote Karte sah. Dann der Foul-Elfmeter von Ilkay Gündoğan rein und das, was uns wirklich ein bisschen genervt hat, Julia, in der ersten Halbzeit, war ja wirklich die Atmosphäre hier im Stadion. Es war quasi gar nichts los, obwohl man der deutschen Mannschaft gar nichts vorwerfen kann. Die haben es wirklich richtig gut gemacht, haben ein bisschen Tempo rausgenommen nach dem 4-0 in der 23. Spielminute. Aber also der Abend heute hätte mehr Atmosphäre verdient. Vielleicht kommt ja jetzt mehr Atmosphäre, denn jetzt kommt gleich hier zu einem Debüt von Lukas Metscher und der spielt ja bekanntermaßen hier in Wolfsburg. Und wir hatten ja heute so ein bisschen bei der Anreise das Gefühl aufgrund der Autokennzeichen, dass viele Fans hier aus dem Umland gekommen sind. Und vielleicht werden sie ja zumindest jetzt dann, wie gesagt, ein bisschen lauter. Die Liechtensteiner sind übrigens schon zurück auf dem Feld. Du weißt aber schon, W ist nicht Wolfsburg, sondern Wuppertal. Das ist weiter weg. Mann, ich war früher nicht nur fair zu meinen Mitschülern, sondern auch richtig gut im Autokennzeichen raten. Also jetzt mal, ja? Mann, das muss ich mir doch hier nicht bieten lassen. Also ich konzentriere mich mal auf das Feld. Da kommen die Deutschen nämlich aus der Kabine und die Liechtensteiner mit einem breiten Grinsen. Also die haben sich eine Portion gute Laune in der Kabine wieder abgeholt. Neben Lukas Metscher wird auch noch der Gladbacher Florian Neuhaus ins Spiel kommen. Und wir müssen dann natürlich mal gucken, wer kommt nicht mehr mit aufs Feld.
So, und du Schlaumeier, hast du das schon festgestellt? Nee, ich dachte, das wäre deine Aufgabe. Nee, du bist doch hier der Statistik-Heini heute Abend. Also, sie machen es mir leicht. Jonas Hofmann wird einer sein von den beiden, die rausgehen und jetzt eben Platz machen. Ich nehme mal an, tatsächlich, es würde ja Sinn machen, wenn Florian Neuhaus ihn da an der Stelle ersetzt. Und Leon Goretzka, der wird gerade seinen Hals pflegen, ne? Denn das haben wir gegen Ende der ersten Halbzeit schon gesagt, der hatte so einen richtigen Striemen am Hals, also von diesem Stollenabdruck, und das hätte auch wirklich schlimm ausgehen können. Man muss aber auch nochmal zur Ehrenrettung von Jens Hofer sagen, der die rote Karte gesehen hat, der war total schuldbewusst. Ne? Also der wusste sofort, dass das wirklich fies war, und er hat Goretzka dann auch vom Platz geleitet. Also das war in Ordnung, und das ist jetzt der Applaus für Lukas Metscher. Und apropos Stimmung, als assimilierter Rheinländer kann ich das ja gerne nochmal sagen. Du weißt ja, wann am 11.11. das erste Tor in dieser Partie gefallen ist. Na klar, in der 11. Minute. Ja, siehst du? Und die Partie läuft, die 46. läuft jetzt. Siehst du, ich habe auch mal in Köln gelebt und studiert. Und war auf dem Altermarkt unterwegs, als man das noch durfte. Die Deutschen gleich mal wieder mit einem Ball in Richtung Strafraum. Und da ist gleich der Neue, da ist Neuhaus am Ball. Aber der hat die Orientierung noch nicht ganz am Fuß, denn er spielte von der Strafraumgrenze Metscher dann den Ball in die Mitte. Und da war aber keiner. Aber immer noch Ballbesitz Deutschland. Florian Neuhaus von hinten spielt er raus auf die rechte Seite. Riedle Baku, ich nehme an, dass der jetzt nach rechts auf die Verteidigerseite rutscht. Da war ja Jonas Hofmann vorher, genau. Holt einen Einwurf raus auf der rechten Seite. Während jetzt hier zumindest die Namen ja auch laut gerufen werden, das muss man anerkennend sagen. Ja, aber vielleicht haben sich auch was vorgenommen, die Zuschauer hier, für die zweite Halbzeit, die 26.000. Und Riedle Baku hat den Ball jetzt mal liegen lassen auf der rechten Seite für Thomas Müller. Dann geht es rein in die Mitte und dann schnell wieder raus auf den Flügel. Günther, der Linksverteidiger, wollte Leroy Sané erreichen. Und dann schießen die Liechtensteiner oder dribbeln den Ball ein bisschen unglücklich über die Torauslinie. Ist der eingewechselte Mann Fabio Wolfinger gewesen, dem da das Missgeschick unterlaufen ist. Und deswegen gibt es gleich einen Eckball von der rechten Seite. Und da steht auch wieder Magneto. Ne? Der ist schon zweimal angeschossen worden, der Liechtensteiner, der kleine Aaron Seele. Mal gucken, ob es Ilkay Gündoğan schafft, den Ball jetzt über ihn drüber zu schießen. Ich bin ja froh, dass du auch eine Links-Rechts-Schwäche hast. Das ist nämlich eine Ecke von der linken Seite, möchte ich mal an dieser Stelle. Ich habe dich noch nie korrigiert hier in diesem Spiel. So, Ecke kommt rein von Gündoğan an den zweiten Pfosten, aber Büchel geht hoch. Ich korrigiere dich doch nicht. Nein, ist alles gut. Wir haben, das ist ja ein sehr freundschaftliches Verhältnis, was wir hier vorleben. Ähnlich wie unten auf dem Rasen. Denn obwohl Deutschland 4-0 führt und das eine schlimme rote Karte war, ist ja ein total faires Fußballspiel. Ne? Absolut. Ich meine, man muss auch sagen, dass so sehr die Verteidigen mit aller Leidenschaft so einen Tritt, wie gesehen von Jens Hofer, an den Hals, an den Kehlkopf von Leon Goretzka. Das ist ja nichts, was so einer mit Absicht tut. Du hast ja gerade auch eben beschrieben, das hat ihn fast schon beschämt, konnte man in seinem Gesicht ablesen. Sehr faire Mannschaft, die Liechtensteiner. Und auch wenn es ja so ein bisschen wie im Pokal Bundesligist gegen Dritt- oder Viertligist ist, wird da nicht getreten. Also sie sind natürlich leidenschaftlich dabei, aber nicht unfair. Die Deutschen sind auch wieder dabei und schon wieder in der Hälfte der Liechtensteiner über Antonio Rüdiger. Der spielt zu Florian Neuhaus, raus auf die rechte Seite zu Riedle Baku, der wieder zurück auf Neuhaus, der unglaublich viel Platz dort hat. Der lupft den Ball rein zu Gündoğan. Gündoğan nimmt ihn mit der Brust an, 5 Meter vom Tor, prallt rüber zu Christian Günther. Dann gibt es ein bisschen Ping-Pong im Strafraum. Leroy Sané steht im Tor, aber der Ball ist wieder draußen. Das war Flipper im Strafraum. Genau, und wieder hat es keinen Bonusball gegeben, aber Deutschland ist schon wieder da mit Baku und der Hereingabe von der rechten Seite. Aber dann ist die Kugel in den Armen von Benjamin Büchel und zack ist er auch schon wieder weg, weil die Deutschen da gut aufgepasst haben. Drehen im Strafraum Metscher und dann der Abpraller in den Füßen von Marco Reus auf der rechten Seite, der zu Leroy Sané, der schießt und Tor! Ah, weiß nicht, ob Thomas Müller da in Abseitsposition das Sichtfeld geraubt hat, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall gewesen, denn da stand noch ein Liechtensteiner fast auf der Außenlinie, ein Stückchen weiter rechts. Der Schuss geht rein ins Tor, aber genau das wird jetzt reklamiert da bei der Schiedsrichterin. Daniel Kaufmann ist da und sagt, Mensch, der Müller hat doch noch den Fuß gehoben, der steht doch dem Torhüter in der Sichtachse. Und das kann tatsächlich so sein, aber es war meiner Meinung nach noch ein Liechtensteiner näher dran und zwar weiter außen. Und Thomas Müller steht zwar da im Sichtfeld, aber er steht auf keinen Fall abseits. Also das Tor müsste eigentlich zählen und das müsste jetzt eigentlich auch Ivana Martinčić, der ersten Schiedsrichterin bei einem Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft,
signalisiert werden. Und sie zeigt jetzt auch auf den Mittelkreis. Und der Torhüter, der schon selbstbewusst den Ball zum Abstoß hingelegt hat, der muss ihn jetzt zur Mittellinie schießen. Also Leroy Sané, ne? 48. Spielminute, das 5:0 für Deutschland. Und ja, die große Frage ist ja eigentlich nur noch, wird es zweistellig oder nicht, ne? Ja, und wir lesen hier, Überprüfung abgeschlossen, also ganz korrekt abgeschlossen worden. Und Ivana Martinčić hat zu ihrer kroatischen Assistentin dort nochmal rausgeschaut. Sanja Rodjak Karsic, die übrigens von einem Mann noch an der anderen Seitenlinie begleitet werden, als kroatische Team. Und alle waren sich einig, alle haben richtig entschieden. Deutschland führt 5:0 und jetzt Achtung, die Liechtensteiner kommen natürlich mit Salanovic. Der spielt den Ball raus auf die rechte Seite. Das ist der Mann, Sandro Wolfinger, der sich das Trikot von Thomas Müller in der Pause schon gesichert hat. Der mit der Flanke in den Strafraum, wollte ich gerade sagen, aber von der rechten Strafraumkante war er fast an der Grundlinie, spielt er den Ball dann ins Tornetz, ins Rechte, und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten von Manuel Neuer. Der ist jetzt also auch in der zweiten Halbzeit angekommen. Deutschland wieder im Spielaufbau über die linke Seite. Ilkay Gündoğan ganz aktiv im Zusammenspiel mit Leroy Sané. Jetzt mal raus auf die rechte Seite. Der Passversuch zu Baku, aber da, jetzt sind sie wacher, die Liechtensteiner. Mhm. Gehen früher ran an die Bälle und kommen schon wieder in die Hälfte der Deutschen. Das haben wir in der ersten Halbzeit, glaube ich, zweimal gesehen und jetzt in den ersten 5 Minuten schon zweimal. Was ist denn da los? Dann gibt es auch noch den Pass in den Strafraum, aber da steht Antonio Rüdiger. Aber das ist doch schön zu sehen, dass sie sich nicht einfach nur hinten reinstellen, sondern sagen, okay, hey, wir haben nichts zu verlieren, wir liegen 0-5 hinten, wir spielen in Deutschland und zumindest dieses eine Türchen, das wollen wir uns irgendwie erspielen, aber bislang sind sie davon weit entfernt. Ja, Problem ist nur, dass sie jetzt natürlich mit 2-3 Leuten vorne gewesen sind. Das wäre die Möglichkeit gewesen für die deutsche Mannschaft, mal nicht gegen 10 Liechtensteiner anzurennen, sondern nur gegen 7, aber haben sie nicht genutzt, weil sie da irgendwie ins Stocken geraten sind in der Angriffsbemühung. Jetzt hat Florian Neuhaus den Ball rausgespielt auf die rechte Seite auf Rite Baku, bekommt ihn wieder zurück, versucht ihn steil zu passen, aber es sind die Liechtensteiner dazwischen und ihr Kapitän Nicolas Hasler aus der eigenen Hälfte, fast vom eigenen Strafraum, sieht er, dass Manuel Neuer auf der anderen Seite 10 Meter vom 16er steht. Und es war ein Torschuss über 80 Meter, der aber nur 40 Meter weit gekommen ist. Also ja, also schon auch ein bisschen mitleidserregend, was die Liechtensteiner da natürlich heute Abend hier erdulden und erleiden müssen. Aber wir haben es ja schon gesagt, ihre höchste Niederlage in der Geschichte dieser Fußballnation war ein 1:11. Das wollen sie verhindern und kommen jetzt wieder mutig über die rechte Seite, über Sandro Wolfinger, der Mann, der schon das Trikot von Thomas Müller in der Kabine hängen hat. Du hast es ja schon gesagt. Und jetzt der Ballverlust und Konter für Deutschland. Und das ist Leroy Sané, der hat viel Platz in der Zentrale, mitgelaufen auf der rechten Seite. Marco Reus noch weiter rechts. Draußen jetzt der Ball zu Müller. Müller ist im Strafraum. Müller spielt zurück zu Neuhaus. Neuhaus macht es direkt und Büchel geht runter. Neuhaus aus 17 Metern. Aber da hat er auch nicht richtig Wumms in den Schuss hinten dran gekriegt. Kein Problem für Büchel. Dankbarer Torwartball. Und der sucht jetzt eine Anspielstation für seinen Abschlag. Der kommt auch vorne tatsächlich bei einem Liechtensteiner an, aber dann ist Florian Neuhaus auch wieder mit zurückgeeilt, gerade vorne aufs Tor geschossen und dann hinten da, um quasi den zweiten Ball dann wieder runter zu pflücken. Und Deutschland versucht es über die linke Seite, über Christian Günther. Der hat ja quasi ein Eigentor provoziert. Das war das 2:0 in der 20. Spielminute. Und jetzt machen sie es außenbreit. Also beide Außenverteidiger sind sehr nah dran an den Außenlinien. Klar, sie wollen ein bisschen Platz schaffen. Und der rechte Außenverteidiger ist Riedle Baku. Und der holt immerhin Einwurf raus für die deutsche Mannschaft. Nur so 2 Meter entfernt auf der rechten Seite von der Eckfahne. Wirft zurück zu Florian Neuhaus, der jetzt so viele Ballkontakte hat wie in der ersten Halbzeit. Ilkay Gündoğan, dann Toni Rüdiger. Passt Spiel am Strafraum. Ilkay Gündoğan lässt den Ball mal clever hinten rumlaufen, macht eine 180-Grad-Drehung, verliert aber den Ball. Stattdessen die Seitenverlagerung wieder auf Riedle Baku. Aber den kann er nicht kontrollieren, obwohl er ja eigentlich ein technisch sehr starker Spieler ist. Ne? Aber da fehlte vielleicht auch jetzt ein bisschen die Anspannung und die Konzentration. Deswegen rutscht er unter der Fußsohle durch und geht dann auch ins Seitenaus hinein. Und wir haben jetzt gerade nochmal die Ansicht bekommen, die auch die Videoassistenten hatten von dem Tor. Also das war blitzsauber und Thomas Müller hat sich extrem gefreut, dass er da hochgehüpft ist und der Ball unter seinen Füßen hinweg ins Tor ging. Der freut sich also auch über die Tore der anderen. Ja, ein Thomas Müller freut sich, glaube ich, über jedes Tor für die Mannschaft, in der er spielt. Und wenn man bei den Deutschen heute übrigens was kritisieren kann, dann ist das vielleicht
die wiedergekehrte Standardschwäche, obwohl doch mit dem neuen Standardtrainer Mats Buttgereit dort sehr dran gearbeitet wurde, das sehr verbessert wurde, auch schon diverse Tore nach Standards gefallen sind im Gegensatz zur Ära Joachim Löw. Aber heute bei den zahlreichen Ecken ist so gar nichts rausgekommen. Ja, aber es gibt halt auch wenig Freistöße. Achtung, jetzt gucken wir nochmal drauf, eben, weil es gibt nochmal einen Flankenball rein in den Strafraum der Liechtensteiner. Florian Neuhaus ist dazwischen und Ilkay Gündoğan kommt aus einer Abseitsposition. Normalerweise würde man ja glauben, wenn eine Mannschaft so tief drin steht wie die Liechtensteiner, dass es dann auch viele Freistöße für Deutschland gibt. Aber dadurch, dass die wirklich am eigenen Strafraum einfach nur stehen bleiben und nicht attackieren, gibt es halt eben diese Freistöße nicht. Und dann reden wir natürlich über die vielen Eckbälle. Und unten steht übrigens, gestand gerade Hansi Flick, der hat hier zugehört, der steht neben Mats Buttgereit und hat mit ihm gesprochen. Vielleicht haben sie ja über die Standards geredet, aber so klassische Freistöße haben wir bis jetzt eigentlich kaum gehabt. Ne? Nee, das nicht. Aber zum Beispiel gegen Nordmazedonien haben wir ja diese Eckenvariante gehabt. Genau. Und die waren so gar nicht irgendwie zwingend. Es war auch ehrlich gesagt keine Variante zu. Die Variante war, den einzigen anzuschießen, der 9 Meter vom Eckball entfernt stand. Aber das würde mich wundern, wenn das ein neues taktisches Mittel wäre. Das glaube ich jetzt auch nicht. Also da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten. Nichtsdestotrotz, Deutschland führt 5:0 nach 55 Minuten und Deutschland kommt schon wieder. Wieder Ilkay Gündoğan mit dem Lupfer in den Strafraum. Kopfball weitergeleitet von Günther. Und dann gibt es den Nachschuss von Metscher und an den Pfosten. Und da stehen sie auf hier in Wolfsburg. Ball ist immer noch scharf. Ball ist bei Ilkay Gündoğan. Der köpft in die Mitte und dann landet er nochmal. Verlängert von Neuhaus. Bei Gündoğan habe ich gedacht. Aber dann geht ein Liechtensteiner mit einem Fuß nochmal dazwischen. Also Metscher hat eben schon beim Aufwärmen für diese zweite Hälfte einmal die Latte getroffen. Jetzt den Pfosten aus kurzer Distanz. Ich würde mal sagen, das nächste Mal könnte er dann drin sein. Ja, einfach den Fuß noch ein bisschen genauer einstielen. Vielleicht kriegt er jetzt die Chance, aber erstmal schießt Gündoğan. Schön gehalten, aber nochmal der Abpraller. Baku wieder gehalten und dann titscht der Ball noch von der linken Fanghand des Torhüters an den Außenpfosten. Also wieder eine große Möglichkeit für die Deutschen, die jetzt auch weiterhin aus der Distanz schießen. Hat Gündoğan gut gemacht und Baku dann wirklich aus spitzestem Winkel und dann titscht der Ball noch leicht gegen den Außenpfosten. Und das war schön gerade bei der Chance von Metscher, weil der Ball ja so ein bisschen wegprallt und man hat so anderthalb Sekunden Zeit hier im Publikum gehabt, um so ein aufzubauen. Da macht Klatsch und dann war die Spannung plötzlich wieder raus. Und apropos apropos die Welle. Die Welle ist da. Also, Wolfsburg ist aufgewacht. Wolfsburg hat den Spaß am Spiel gefunden und die deutsche Mannschaft hat den auch. Leroy Sané, 17 Meter vorm Tor, spielt auf die linke Seite zu Gündoğan. Der hebt so ein bisschen die Füßchen, weil 3 Liechtensteiner auch in Richtung Ball unterwegs waren. Ball ist aber immer noch im deutschen Ballbesitz. Von Rüdiger zu Neuhaus, zu Reus, raus auf die rechte Seite, an die rechte Strafraumkante zu Baku. Der lupft den Ball rein, will Metscher finden. Beide spielen ja in Wolfsburg zusammen. Ball landet bei Sané, der kommt aber nicht richtig hinten dran. Die Welle geht durch die Arena in Wolfsburg. Das Publikum feiert dann tatsächlich. Du hast nicht mitgemacht, die war gerade hier. Ah, ich war ja auch gerade hier am Reden. Ah, okay. Also dann red jetzt du, dann mache ich Welle. Ja, alles klar. Deutschland über die rechte Seite. Jetzt haben sie übrigens zum zweiten Mal Handspiel reklamiert. Thomas Müller macht das jetzt nochmal und zeigt nochmal an, auch wer es gewesen ist, nämlich Daniel Kaufmann aus seiner Sicht bei diesem Flankenball von der rechten Seite von Riedle Baku. Und was sagt die Schiedsrichterin? Die sagt nicht, ich höre es mir nochmal an oder ich gucke es, lass es mir nochmal sagen, sondern die sagt, da war jetzt gar keiner mehr dran und deswegen gibt es keine Ecke, sondern es gibt den Abstoß, 11 Meter gibt es erst recht nicht und geht dann auch nochmal zu Thomas Müller und erklärt es ihm dann näher. Und ich glaube, das war jetzt auch alles in Ordnung. Also keine Absicht. Danke, Julia. Julia sehr aktiv jetzt gerade hier bei der Welle. Sehr gut. Die geht aber auch links rum und rechts rum. Ich musste mich jetzt erstmal orientieren. Du musst dich entscheiden, für welche Welle du dich hier jetzt noch einbringst. Stress. Zwischenstand ist ja auch nicht unwichtig, da wir gleich eine Stunde gespielt haben. 5:0 für Deutschland. Und die Deutschen kommen jetzt auch nochmal über die linke Seite, über Christian Günther. Der nimmt den Kopf hoch, dribbelt in Richtung linkes Strafraumeck. Dann der Pass zu Leroy Sané auf den kurzen Pfosten. Da bekommt er sogar noch die Nachschussmöglichkeit. Ich schließe mich dir an, Julia, das ist ja Ende der ersten Halbzeit schon gesagt. Sonderfleißsternchen für Leroy Sané. Unheimlich aktiv, unheimlich agil, aber an der Stelle hätte er jetzt tatsächlich sein drittes Tor schießen können. 2 hat er schon. Tatsächlich, stimmt. Du hast natürlich mal wieder recht, du alter Statistikexperte. Ja. Ich komme überhaupt nicht, ich muss ja Welle machen. Ich kann gar nicht die Torschützen hier aufschreiben. Die Deutschen kommen auch schon wieder mit großen Schritten. Florian Neuhaus, der sich ja so ein bisschen zwischendurch mal wieder eine breite Brust mit einem Tor für Gladbach geholt hat. Aber seine Flanke auf der linken Seite, die endet im Nichts. Und deswegen gibt es einen Abstoß vom Kasten von Benny Büchel.
der hier in Kanariengelb, sagt man, glaube ich, so schön spielt. Und das ist ja auch so eine Geschichte, ne? Der Kerl ist 32 Jahre alt und der hatte das Pech, dass er vor sich den etwas älteren Peter Jähle hatte. Das ist eine Legende in Liechtenstein. Und da musste er 9 Jahre lang warten, bis er endlich mal zu seinem ersten Länderspiel kam. Wir kriegen mal gerade wieder auf unseren Bildschirmen Jogi Löw eingeblendet. Und der wirkt auch relativ unbeteiligt. Der könnte jetzt auch mal die Welle mitmachen. Der wirkte gerade so nachdenklich. Man könnte jetzt sagen, worüber sinniert er? Sinniert er über sein Leben 2014, darüber, dass er heute hier in Wolfsburg gegen Liechtenstein verabschiedet wird? Macht er sich Gedanken, wie die Abendgestaltung heute noch aussehen kann? Und wir können auch diese Gedanken formulieren, weil Deutschland jetzt lange gebraucht hat, um das Mittelfeld zu überspielen. Und dann am Ende ist es sogar ein Foulspiel gewesen von Riedle Baku, nachdem da die Liechtensteiner den Ball erobert haben. Auch wenn der es jetzt nicht fassen kann, der Riedle da auf der Seite der Verteidiger Riedle Baku, dass da jetzt wirklich faul gepfiffen wurde. Aber ich glaube, das war völlig richtig und ist auch völlig unerheblich, denn das ist so im Nirgendwo des Spielfeldes. Und das mit der Welle gefällt mir jetzt, denn das sorgt endlich mal dafür, dass es hier also angemessene Atmosphäre gibt im Stadion für dieses Spiel. Und Manuel Neuer kommt jetzt auch angemessen weit raus aus seinem Tor. Und Deutschland, wenn sie es jetzt schnell machen, dann könnten sie die Liechtensteiner ein kleines bisschen überrumpeln. Da ist Antonio Rüdiger schon in der Hälfte der Liechtensteiner, spielt auf die linke Seite raus zu Christian Günther. Der spielt zurück in die zentrale Torentfernung, 30 Meter und dann den Flankenwechsel. Riedle Baku macht es direkt mit der Flanke in Richtung Reus. Der verlängert mit dem Kopf und der Ball geht nicht ins Tor. Der Ball wandert an der Torlinie entlang. Der Kopfball von Reus. Und dann war es Neuhaus, glaube ich, der dann noch so ein bisschen mit reingestochert hat. Aber wie gesagt, der Ball läuft einfach parallel zur Torlinie und geht ins Tor aus. Und weil ein Deutscher zuletzt am Ball war, gibt es natürlich auch den Abstoß vom Kasten der Liechtensteiner. Also da war die nächste Riesenmöglichkeit. Also ich denke mal, während wir hier gerade die Zuschauerzahl 25.984 eingeblendet bekommen, in diesen Tagen sicherlich eine komische Zahl, wo in vielen Teilen Deutschlands tatsächlich gerade die Läden wieder dicht gemacht zu werden drohen, sind hier die Leute, nochmal erwähnt, nach 2G-Prinzip reingekommen. Selbst die Verabschiedung von Jogi Löw unten auf dem Rasen fand unter 2G statt. Also wer auch immer da beteiligt war, nur mit 2G reingekommen. Deutschland führt mit 5:0, 62. Minute läuft. Ball geht raus auf Riedle Baku, der hat viele Ballkontakte, hat den Ball jetzt aber sehr zentral und flach in die Füße der Liechtensteiner Verteidigung gespielt, die sich jetzt nach vorne orientieren können, aber Deutschland geht dann direkt ins Gegenpressing und Baku holt den Ball dann auch fast direkt wieder zurück. Die Liechtensteiner müssen ihn jetzt ausschießen und Thilo Kehrer, der hinten ja wirklich völlig beschäftigungslos ist als Defensivspieler, ist immer der erste Ball ins Spielbringer, wenn es darum geht, nach dem Einwurf den wieder nach vorne zu bringen. Und Ilkay Gündoğan hat jetzt ein bisschen weniger Kontakte. Aber jetzt schießt er mal aus der zweiten Reihe. Vollspann, rutschig auf dem feuchten Rasen, der übrigens in exzellentem Zustand ist hier in Wolfsburg. Also wir haben uns sowieso gewundert, wenn man nicht so regelmäßig hier ist. Gestern Trainingsplatz sensationell. Nebendran war das Frauenstadion vom VfL Wolfsburg wirklich in einem absoluten Top-Zustand. Also es gibt schon schlimmere Orte, um sich als Nationalmannschaft quasi auf ein Spiel vorzubereiten und auch dann, um es zu absolvieren als hier in Wolfsburg. Und da ist dann auch ein Wolfsburger am Ball, Lukas Metscher, der hätte den Jungs auch vorher erzählen können. Kommt ruhig nach Wolfsburg, Spiel- und Trainingsbedingungen sind ganz gut. Und apropos Wolfsburg, gleich wird der dritte Wolfsburger eingewechselt. Es ist Maximilian Arnold. Der hat bislang ein Länderspiel gemacht, das war im Jahr 2014. Und der ist nachnominiert worden, vielleicht auch A, weil er auf dem Zettel war, das hat Hansi Flick ja gesagt, und B, weil er halt nicht lange anreisen musste, weil er, wie gesagt, hier beim VfL Wolfsburg spielt. Er wird kommen gemeinsam mit Kevin Volland. Die beiden klatschen sich am Spielfeldrand ab. Und ich bin mal gespannt, ob wir jetzt wirklich gleich drei Wolfsburger auf dem Platz haben. Wenn ich es richtig sehe, wird Ilkay Gündoğan gehen. Jawohl, Ilkay Gündoğan wird gehen. Maxi Arnold kommt für ihn. Sané würde ich tippen, aber mal gucken. Sané, ein bisschen Schonungszeit, das kann auch gut sein. Wer bewegt sich denn noch Richtung Außenlinie? Noch niemand. Sané hält so ein bisschen den Arm vor die Augen, will nicht sehen, dass seine Nummer jetzt auf der Tafel erscheint. Also Leroy Sané, 2 Tore, die Torreihen geöffnet hat. Ilkay Gündoğan mit dem verwandelten Vorlaufmeter in der 11. Minute. Sané in der 22. Minute zum 3:0 und das 5:0 in der zweiten Halbzeit. Die beiden verlassen das Feld und für sie jetzt also im Spiel Kevin Volland und der Wolfsburger Maximilian Arnold, der hier auch gerade ordentlich laut
vom heimischen Publikum begrüßt worden ist. Ich glaube, beim letzten Spiel, wo Kevin Volland eingewechselt wurde, ist er als Linksverteidiger gekommen. Eingewechselt von Joachim Löw. Alle haben sich gefragt, was soll das denn? Jetzt darf er aber Angreifer spielen. Unten auf dem Rasen, allerdings links außen, also nicht vorne in der Sturmspitze, denn da darf erstmal Metscher bleiben. Und Metscher hat auch angezeigt in Richtung Kevin Volland so eine 2, so nach dem Motto, spielen wir jetzt mit 2 Stürmern vorne, aber da müsste sich Thomas Müller ein bisschen zurückziehen da vorne. Ich glaube, es bleibt einfach so dabei, dass die jetzt quasi zu dritt da vorne unterwegs sind und vielleicht sollen Metscher und Volland dann auch sich ein bisschen abwechseln und die Lichtensteiner, die ja nur mit 10 Leuten auf dem Platz stehen, wir haben es ja gesagt, rote Karte, dürfen wir nicht vergessen, die werden gleich auch auswechseln. Die müssen natürlich unbedingt die frischen Kräfte auf den Platz bringen, denn das wird irre anstrengend sein für die Lichtensteiner, auch wenn sie nicht vorchecken, wenn sie nicht pressen, sondern wenn sie nur am eigenen Strafraum die Räume versuchen vollzulaufen und zu stopfen, dann ist das natürlich trotzdem immer noch eine anstrengende Angelegenheit. Maximilian Arnold hat den Ball im Mittelkreis. Erstmal zu Florian Neuhaus gespielt, bekommt ihn dann wieder zurück, halblinke Position im Mittelfeld, dann wieder die Verlagerung hinein in die Mitte, Neuhaus raus auf den anderen Wolfsburger, auf Baku, der dann wieder zu Arnold, hat also seinen Mitspieler gesucht und dann befreien sie sich und dann kommt jetzt der Rückpass, genau, zu Manuel Neuer. Maximilian Arnold übrigens der einzige der Deutschen und überhaupt der Spieler auf dem Feld, natürlich ausgenommen der Torhüter, der Handschuhe anhat. So kalt ist es tatsächlich nicht. Wir haben uns warm angezogen, sind aber überrascht, dass es relativ mild ist. Arnold mit dem nächsten Ballkontakt mit Handschuhen an den Fingern, aber der Ball landet in den Beinen eines Liechtensteiner Verteidigers, prallt wieder zurück zur Mittellinie, von der Mittellinie zu Fabio Wolfinger und von Wolfinger zu Manuel Neuer, der ist schon wieder 40 Meter aus seinem Kasten raus. Also ich weiß gar nicht, ob der heute schon mal richtig auf seiner Linie da hinten stand. Die Deutschen kommen über Arnold, über Reus, über die Zentrale, Volland mit dem ersten Ballkontakt, will in die Mitte spielen. Aber schon wieder geht einer dazwischen. Das ist Aaron Seele, der 1,68 Meter Mann. Der ist nicht nur ein guter Blocker, sondern der ist auch ein guter Läufer. Aber jetzt liegt er völlig erschöpft, 10 Meter hinter der Mittellinie. Auf dem Boden, hat den Ball verloren. Deutschland zurück in Ballbesitz. Genau, in einem Vollsprint den Ball hinterher. Der war bei Florian Neuhaus. Der hat ihn jetzt weitergespielt zu Marco Reus. Also die Deutschen müssen jetzt einfach, die müssen den Ball stärker laufen lassen. Also es ist jetzt nicht mehr so dynamisch. Also der Ball zirkuliert nicht mehr mit so hohem Passtempo. Und mir fehlen auch die Läufe, die steilen Läufe hinter die Abwehrkette. Die gibt es auch nicht mehr so häufig. Und Maximilian Arnold hatte jetzt überhaupt keine Anspielstation, als er parallel dribbelte zum Strafraum von der linken Seite. Jetzt sind wir auf dem rechten Flügel. Da ist Thomas Müller unterwegs und dann zurückgepasst in die Zentrale zu Florian Neuhaus im Doppelpass mit Maximilian Arnold. Das war jetzt mal schön gespielt auf Riedle Baku, der hinein in die Mitte, als wenn so schnell geht und flach, dann kommen auch 10 Liechtensteiner im eigenen Strafraum nicht mehr hinterher. Aber in dem Fall war dann der finale Pass von Riedle Baku, der war einfach nicht mehr präzise genug und deswegen konnte Liechtenstein das dann wegverteidigen. Maximilian Arnold dribbelt an, rausgespielt auf den linken Flügel. Günther am linken Strafraumeck im Doppelpass mit Thomas Müller. Günther hat den Ball immer noch, geht dann rein in die Mitte und kommt zu Fall. Aber da hat er sich den Ball ein kleines bisschen zu weit vorgelegt. Da war er weg und dann hat er eine Berührung gespürt und dann ist er zu Boden gegangen. Aber naja, komm, das reicht für einen Elfmeter, reicht das nicht. Nein, das wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Und man muss sagen, Christian Günther wollte da gerade, glaube ich, tatsächlich zu einem Tor Anlauf nehmen. Und dummerweise stand dann aber Lukas Metscher ihm so ein bisschen im Wege nach diesem Doppelpass. Und jetzt sehen wir auch, dass noch ein Liechtensteiner dort sich auch wehgetan hat dabei. Der hält sich den Oberschenkel. Unterdessen wird ein Doppelwechsel bei den Liechtensteinern vorbereitet. Also Günther kriegt noch mal gerade Anweisung und ein Getränk an der Deutschen Bank. Und der Wechsel wird vollzogen. Das ist interessant, Fabio Wolfinger, der ist ja eigentlich erst eingewechselt worden. In der ersten Halbzeit. In der 30. Spielminute oder so, ne? Gut, der geht jetzt raus. Für ihn kommt Livio Meier, auch einer, der in der vierten Schweizer Liga wie so viele seiner Mitspieler spielt. Und Raphael Grünfelder noch ein Defensivmann, während jetzt allerdings, vielleicht warten sie nochmal, denn die Physios der Liechtensteiner sagen, da geht's nicht weiter. Und ich kann Ihnen leider gerade nicht sagen, um wen es sich da handelt, der im eigenen Strafraum liegt. Der liegt nämlich auf dem Rücken. Das ist Wolfinger. Das ist Wolfinger. Ja. Ja, guck. Ja, dann ist auch klar, dass, warum er quasi ausgewechselt wird. Aber das hatten sie schon, eigentlich schon vorher entschieden, aber gut. Und wer auch noch geht, ist Salanovic, der Mann, der immer mal wieder versucht hat, vorne eine gefährliche Aktion. Der sich den Wolf rennt, wie wir sagen. Salanovic, der Finne, der sich den Wolf rennt. Siehst du?
Ja, das ist episch heute Abend in Wolfsburg. Beim 5:0 für Deutschland in der 69. Spielminute schon lange kein Tor mehr gefallen. Also seit 20 Minuten ist kein Tor mehr gefallen. Das haben wir in der ersten Halbzeit, doch, haben wir in der ersten Halbzeit auch gehabt, weil das 4:0 fiel in der 23. Spielminute. Und dann ist 22 Minuten kein Tor mehr gefallen, wenn wir das quasi regulär sehen im ersten Abschnitt. Und jetzt sind aber alle Wechsel vollzogen und deswegen gibt es den Abstoß hinten bei den Liechtensteinern von Benjamin Büchel, wo man jetzt wirklich sagen muss, in der 70. Spielminute sind zwar noch 20 Minuten, aber wenn sie hier so einigermaßen rauskommen mit einem 0-5, 0-6 oder so, dann wären sie schon ganz, ganz gut bedient dafür, dass sie da seit der 10. Spielminute quasi in Unterzahl unterwegs sind. Und Toni Rüdiger, der spielt den Ball jetzt raus in die halblinke Position, da war mal Kevin Volland, der ist quasi rausgerutscht aus der Spitze, läuft dann aber auch direkt wieder vorne rein. Dann wieder Rüdiger auf Maximilian Arnold, der in den Lauf von Günther auf dem linken Flügel, schöner Flankenball auf den Elfmeterpunkt, geklärt von den Liechtensteiner. Maximilian Arnold geht dazwischen, dann Metscher aus der Drehung, trifft den Ball nicht und dann befreien sie sich. Ja, und man muss ja auch sagen, was die Liechtensteiner, um den Anspruch der Liechtensteiner mal in Worte zu fassen, das waren sie so stolz, dass sie im Hinspiel nur mit 0-2 gegen Deutschland verloren haben. Den Deutschen es wirklich schwer gemacht haben. Und sie haben gesagt, wenn wir einen ähnlichen Auftritt wie da hinlegen, dann ist es uns ganz egal, wie das Ding ausgeht. Wieder die Deutschen über die linke Seite, über Christian Günther, der ist schon wieder an der Strafraumkante. Spielt zurück zu Rüdiger. Rüdiger, 18 Meter Torentfernung, verteilt den Ball auf die rechte Seite zu Kehrer. Kehrer weiter raus zu Maximilian Arnold. Arnold mit dem Lupfer und dem Ball in Richtung Reus. Der fällt da aber über seinen Gegenspieler Andreas Marlin. Beide liegen und stolpern im Strafraum der Liechtensteiner. Wird ein Offensivfoul gepfiffen. Nee, es gibt einfach nur einen Abstoß, einen Abschlag vom Kasten, weil nämlich Benjamin Büchel sich den Ball geholt hatte. Haut ihn einfach relativ planlos in die deutsche Hälfte, weswegen überhaupt kein Liechtensteiner überhaupt nur eine Anstalt macht, in die deutsche Hälfte zu gehen. Und Deutschland sofort wieder im Vorwärtsgang. Ja. Und unten steht Matthias Ginter und wird eingewechselt. Phonetisch würde ich mich freuen, wenn er für Günther eingewechselt würde. Aber ich glaube, den Gefallen tut uns Hansi Flick nicht. Er hat nämlich gerade Kontakt aufgenommen mit Toni Rüdiger und hat ihm, glaube ich, signalisiert, dass er ihn gleich auswechseln wird. Aber der ist ja auch in der Premier League wirklich hoch belastet. Und das wäre dementsprechend ein vernünftiger Wechsel. Und der wird jetzt angezeigt. Nö, aber ist nicht. Thilo Kehrer geht raus. Also der andere in der Innenverteidigung. Meine Verteidiger brauchst du jetzt auch in dem Spiel nicht so unbedingt. Und für ihn kommt jetzt also Matthias Ginter rein und die Zuschauer applaudieren. Thilo Kehrer. Ich habe mir gerade übrigens nochmal überlegt, was macht man eigentlich, wenn man so hoch führt? Da habe ich mich erinnert, ich habe meine F-Jugend trainiert und als die hoch geführt hat gegen eine Mannschaft, da habe ich einfach einen Feldspieler mit runtergenommen, damit man wieder Gleichzahl auf dem Platz hatte. Aber ich glaube, im internationalen Fußball bei einem Pflichtspiel macht man sowas nicht. Darf der nicht, glaube ich. Nee. Ne? Aber apropos hohe Führung, wir nähern uns wieder dem Strafraum der Liechtensteiner. Günther auf der linken Seite zu Rüdiger. Das ist sowas, so eine Blaupause. Ne? Rüdiger dann jetzt zu Ginter, der ist jetzt neu, okay, neuer Name. Aber dann ist Reus da vorne mit drin und dann versuchen sie es immer wieder mit diesen Pässen hinter die Kette. Aber auch der landet im Nichts, weil kein Deutscher nachsetzt und in den Händen von Benny Büchel. Und eine ganz interessante Anekdote habe ich, ich glaube, Miro Klose hat es dieser Tage erzählt, als es um Jogi Löw ging und apropos hohe Führung, ne, als die in Brasilien zur Pause so hoch bei der WM gegen Brasilien geführt haben. Was hat Jogi Löw in der Kabine gesagt? Er hat gesagt, deklassiert die Brasilianer jetzt nicht. Wer weiß, Hansi Flick war damals auch dabei. Symbiotisch. Vielleicht hat er Ähnliches jetzt auch in der Halbzeitpause in der Kabine seiner Mannschaft gesagt, die jetzt schon wieder in Richtung Tor unterwegs ist. Und dann gibt es Maximilian Arnold, der sich so ein bisschen von hinten mit den Händen an den Schultern seines Gegenspielers festhält, um an den Ball zu kommen. Der Gegenspieler dankt mit dem Pass hinter die Grundlinie und das gibt Ecke für Deutschland von der linken Seite. Jo, und jetzt merken wir wieder, dass der Trommelspieler im Stadion ist, denn der gibt rhythmisch hier nochmal Anweisungen. Und wir haben es ja schon bemängelt, noch kein Tor nach Standardsituation für die Deutschen. Und Maximilian Arnold wird da jetzt mit kleinen Papierkügelchen beworfen. Und der Ball kommt auf den kurzen Pfosten und da ist Lukas Metscher. Und das hat ja Thomas Müller in der Abschlusspressekonferenz gesagt. Der hat gesagt, naja, wir sind ja in Deutschland immer noch auf der Suche nach so einem Neuner, nach so einem zentralen Angreifer. Und der Metscher hätte in dem einen Training, was dann stattgefunden hat, schon ein paar von diesen Stürmertoren gemacht. Und das wäre auch so eins gewesen. Ne? Einfach mit viel Druck in so einen Eckball rein und den dann quasi vom kurzen Eck mal draufwuchten.
Aber der Ball ging ja schon so ein, zwei Meter vorbei am Tor der Liechtensteiner. Und es war ja gerade echt gemein. Ne? Da schießt der Maxi Arnold in seinem Stadion in Wolfsburg einen Eckball und wird beschmissen mit Papierkügelchen. Also ja, da hat Hansi Flick auch gerade noch mal hinterher geguckt und geguckt, was da los war. Während die Deutschen allerdings schon wieder in Richtung Strafraum unterwegs sind. Müller kriegt den Ball nicht an der Strafraumgrenze. Baku setzt auf der rechten Seite nach. Immer noch Riedle Baku. Und er holt, glaube ich, den nächsten Eckball raus. So ist es. Und wenn wir mal auf die Miene von Hansi Flick gucken, der dreht sich nämlich gerade zur Tribüne, um sich hinzusetzen. Dann bin ich mal gespannt, ob er jetzt sagt, Mats, was hast du denn mit denen diesmal gemacht? Mats ist Mats Buttgereit, der Standardtrainer. Und mal gucken, was der Mats sich ausgedacht hat. Ja. Auf jeden Fall den Eckball von der rechten Seite mit Maximilian Arnold. Der hat ja kaum mittrainiert, also der kann eigentlich beim Ausdenken nicht dabei gewesen sein. Die Variante war einfach lang auf Toni Rüdiger schlagen. Der wollte ihn dann in die Mitte bringen und weil er bedrängt wurde, waren die Liechtensteiner dann dazwischen und haben jetzt tatsächlich mal über so zwei, drei Stationen das Spielgerät in den eigenen Reihen gehabt. Und jetzt laufen sie sogar mal aufs Tor von Manuel Neuer und dann der Ball, der Schuss aus 24, 25 Metern raus aufs Tor. Sandro Wolfinger ist es gewesen und so nicht, sagt Manuel Neuer. Und das kann ich dir aber sagen, der wäre stinkig, wenn der hier heute Abend ein Tor kassiert. So oft spielt er bei den Bayern ja auch nicht zu null. Also das muss heute schon mal 0-0 werden für die deutsche Mannschaft. Sonst haben die einen, der heute Abend richtig rumstänkert. Aber was war das denn bitte schön gerade für ein Statement von Neuer? Der geht rückwärts in Richtung Tor, streckt dann nach diesem Schuss einfach mal nur so ganz cool, fast schon arrogant den rechten Arm raus und wischt diesen Ball mit der Pfote weg, ohne sich groß anzustrengen. War lässig. Ach, das ist als Gegenspieler natürlich bitter. Die Deutschen mit Riedle Baku, mit der Flanke in Richtung Lukas Metscher, aber Kopfball dazwischen eines Liechtensteiners. Und da haben wir es wieder, nächste Ecke. Hast du Strichliste gemacht? Nee, also ausgerechnet heute nicht. Normalerweise mache ich die immer. Aber heute habe ich noch keine, aber ja, irgendwie 13. Ecke oder so, würde ich jetzt zumindest mal vorsichtig tippen. Würde und, ich mitgehen. Ja, also und ja, ganz offensichtlich hat Maximilian Arnold Bock auf Eckbälle. Also der Linksfuß jetzt von der linken Seite wird auch doch. Jetzt fliegen wieder zwei Papierkügelchen. Das ist aus der Choreo für Joachim Löw. Ball auf den kurzen Pfosten. Ah, und schön aufgepasst. Deutschland nochmal mit Thomas Müller am Tor. Ah, da war der Büchel noch kurz dran. Und dann die Ablage per Kopf auf Thomas Müller. Und auch der trifft in diesem Spiel. 76. Spielminute. 6:0 für Deutschland. Und Hansi Flick ist, glaube ich, eher sauer darüber, dass Maximilian Arnold an der linken Eckfahne da ständig mit Dingen beworfen wird. Der jubelt gar nicht richtig, während seine Mannschaft langsam in Richtung Mittelkreis zurückgeht. Und eine Kopfballverlängerung war das von Ginter über Neuhaus. Und am zweiten Pfosten steht dann in bester Abstauer Florian Neuhaus, wird sogar als Torschütze angegeben. Thomas Müller. Ich wüsste nicht, wo Florian Neuhaus da am Ball gewesen sein sollte. Also so, und jetzt hat der Stadionsprecher hier Florian Neuhaus gefeiert. Jetzt sagt er, der Letzte am Ball war natürlich Thomas Müller. Logo. Ja, Logo. Also, da sind wir uns ja einig. Also, Thomas Müller, der übrigens heute Jürgen Klinsmann in der Anzahl der Länderspiele überholt. 109 hat Thomas Müller, Klinsi nur 108. Und das krönt er diesen Abend noch mit einem Tor. Er selbst hat gesagt, ist mir relativ egal, wie viele Spiele ich bestritten habe. Ich bin stolz, dass ich immer noch so gut bin, für eine so gute Fußballnation zu spielen. Und schon wieder die Deutschen am Strafraum. Schon wieder Neuhaus, schon wieder mit einem Lupfer. Und schon wieder kommt der Ball gefährlich an die 5-Meter-Raumgrenze. Aber abseits diesmal von Thomas Müller. Und deswegen erst einmal kurz durchatmen. Denn das gab es gar nicht eigentlich gerade nach dem Wiederanstoß. Ja, und es gibt Menschen, die uns zuhören und es gibt Menschen, die ganz offensichtlich eigene Strichlisten führen. 10:0 Ecken hat es gegeben. Also es war quasi die 10. Ecke, die dann zum Torerfolg geführt haben. Wir können also, das ist mathematisch jetzt schwierig, 10% aller Ecken in dieser Partie haben zu einem deutschen Tor geführt. Mit Prozentrechnung. Ja, stark, ne? Das ist aber wirklich kompliziert, muss ich sagen.
also Deutschland jetzt endlich auch wieder mit dem Standardtor, war übrigens das vierte Standardtor jetzt in der Ära von Hansi Flick. Stark. Da lohnt sich dann ein Standardtrainer, weil bei Joachim Löw war das hier die absolute Ausnahme, dass man so ein ruhender Ball irgendwie zu einem Tor geführt hat. Und jetzt geht auch das Stadion wieder so ein kleines bisschen mit. Beim Kopfball an die Latte und dann Metscher. Ah, Kopfball von Volland an die Latte, der kommt zurück. Und Lukas Metscher ist ein bisschen unglücklich. Ne? Also er steht da, wo ein Stürmer stehen muss, nämlich beim Abpraller vorm Tor wäre übrigens auch abseits gewesen. Also Metscher wäre abseits gewesen, das Tor von Volland hätte gezählt. Aber den darf er dann gerne auch über die Linie drücken. Ne? Das hätte er, aber der kommt, der dotzt auf den Boden auf und kommt relativ in hohem Bogen wieder. Das heißt, Metscher musste nicht einfach nur den Schädel hinhalten, sondern musste auch noch in Rücklage so ein bisschen hochspringen. Und das aus kurzer Distanz. Also es sei ihm verziehen, aber er hat sich selbst ein bisschen geärgert. Und wenn man den Gesichtsausdruck in ein Wort oder in ein Geräusch fassen müsste, dann wäre das... Ja. Ja, aber ich meine, er darf ja noch eins machen. Es sind noch 11 Minuten regulär zu spielen. Und der kriegt noch, also eine Abschlusschance, glaube ich, kriegt er auf jeden Fall noch. Und wäre das super, wenn er bei seinem Debüt in Wolfsburg dann auch eine Bude machen würde. Einmal hat er einen Pfosten getroffen, jetzt aus Abseitsposition knapp vorbei. Und er ist schon wieder in Position, während Deutschland über Günther auf dem linken Flügel unterwegs ist. Der muss aber abdrehen, weil da gleich 3 Lichtensteiner im Weg stehen. Toni Rüdiger wechselt den Ball auf die rechte Seite, wechselt den Flügel rüber zu Riedle Baku. Baku kommt dann nicht mehr ran. Marco Reus ist aber da und dann ist wieder Baku da und der mit dem linken Außenriss ins Tor! Ah, super! Linke Innenseite ist es natürlich gewesen. Jetzt wieder hochgehoben. Der kleine Riedle Baku in seinem Stadion und hat den Ball von rechts links an den Pfosten geschlenzt. Ein richtig, richtig schönes Tor, Julia. Und genau deswegen hat der Thomas Müller sich auch den Riedle Baku geschnappt und ihn hochgehoben. Und jetzt lässt der Müller die Beute toben. Fordert das Publikum auf, hier mit beiden Armen rudern zu jubeln. Und er klatscht immer noch den Baku hinterher, der Müller. Also der ist schwer begeistert und da kann man aber auch nur begeistert sein. Du hast es ja beschrieben, von der rechten Strafraumkante schlänzt er den wunderschön mit dem linken Fuß. Na, er war 2 Meter im Strafraum drin, aber ins Kreuzeck. Traumhaft. Und vom Pfosten prallt er ins Tor. Und da guckt der Benny Büchel auch nur ziemlich frustriert diesem schönen Schuss hinterher. Ich kenne ja die Kollegen ganz gut, die bei der Sportschau hier so danach gucken, hier Tor des Monats und so. Und das ist auf jeden Fall blind dabei. Also da muss es jetzt keine Sonderauswahl mehr für das Ding geben. Also das wird bei der Auswahl zum Tor des Monats mal definitiv dabei sein. Ein Traumtor von Riedle Baku. Jetzt muss aber der andere Wolfsburger da, der Metscher vorne, auf jeden Fall auch noch sein Türchen schießen. Ne? Also das kann er nicht auf sich sitzen lassen, dass da der Außenverteidiger trifft, aber er als Stürmer da noch keine Bude gemacht hat. Maxi Arnold jetzt als so eine Art Libero von hinten raus dribbelnd im Zentrum. Schönes Ding nach vorne auf Thomas Müller, in dessen Laufen er chippt ihn hinein in die Mitte. Aber Büchel, Benjamin Büchel, Liechtensteins Torwart, kriegt die Beine zusammen und deswegen rutscht er nicht ins Tor. Ja, und was wir bei aller Schönheit dieses 7:0, das er an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, dieses 7:0 ganz übersehen haben. Herzlichen Glückwunsch, Riedle Baku. Das war sein erster Treffer im Trikot der A-Nationalmannschaft. Ist ja sein drittes Spiel heute hier. Also klasse gemacht vom ehemaligen Mainzer, der ja jetzt schon einige... Oh, ich muss gerade durchatmen, das wird schon wieder gefährlich hier. Ja. Also jetzt, ja, aber jetzt ist halt auch der Moment, wo der Tank definitiv leer ist bei den Liechtensteinern. Genau. Und jetzt brechen die gerade zusammen. Genau, dann kriegen die Deutschen natürlich Schusschance über Schusschance schon alles am Strafraum, an der Strafraumgrenze. Bälle prallen, wie schon im ganzen Verlauf des Spiels, von den Füßen der Liechtensteiner immer wieder zurücklanden, immer wieder bei Deutschen. Jetzt Neuhaus, auch 16 Meter vom Tor, spielt rüber auf Maxi Arnold, der auf Matze Ginter. Ginter mit dem Ball in die Arme von Benjamin Büchel. Hätte er ein bisschen weiter links gespielt, dann wäre Thomas Müller da gewesen. Hat er aber nicht. Deswegen 7:0, 83. Minute läuft. Einer geht noch. Ja, und 2 gehen noch rein. 2 Spieler aus Liechtenstein. Die stehen nämlich unten am Spielfeldrand. Und dann wäre das Wechselkontingent auch, glaube ich, bei denen endgültig ausgefüllt. Daniel Brändle kommt rein. Und dann hätten wir noch den anderen Büchel, den Martin Büchel. Und der hat das natürlich auch so auf seinem Trikot stehen. Und raus aus der Partie geht Sandro Wolfinger. Und das ist eigentlich alles egal, weil das sind alles natürlich positionsbezogene Wechsel. Es geht immer ein Verteidiger
Verteidiger raus und ein anderer Verteidiger rein. Den Angreifer gibt es ja im Grunde genommen nicht bei den Liechtensteinern. Nee, den, der angreifen konnte, oder die beiden, die sind ausgewechselt schon längst. Und wenn wir jetzt schon mal einen haben, den wir vielleicht der ein oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin, die uns in Bayern zuhört, kennt, SV Pullach ist ihr Verein, dann ist ihr Mann hier jetzt auf dem Platz, nämlich Daniel Brändle, der spielt beim SV Pullach in der bayerischen Oberliga, lebt auch in Deutschland, sammelt übrigens auch Trikots und wird vielleicht ein bisschen neidisch sein, dass das Müller-Trikot schon weg ist. Aber der Thomas Müller hat ja noch eins an. Also für Achso, das könnte er nochmal. Ne? Ja. Aber wäre ja langweilig. Wenn er hat gesagt, ein deutsches Trikot hat er ausgerechnet noch nicht. Also unter der Woche ist er Amateur und heute ist er Nationalspieler von Liechtenstein und darf die letzten Minuten gegen Deutschland in seiner Wahlheimat nochmal an den Ball. Deutschland führt allerdings auch zum Pech von Daniel Brändle aktuell mit 7:0. Ja. So ist nicht das einzige torreiche Spiel. Kroatien führt 7:1 gegen Malta. Also wenn das jetzt nur noch so eine Art Wettschießen werden soll. Deutschland hier 7:0. Also ein achtes Tor ist natürlich noch drin. Und oh, wie ist das schön, hören wir jetzt von den Rängen. Also in der zweiten Halbzeit ist das Publikum auf jeden Fall hier stärker mitgegangen mit der deutschen Mannschaft. Und jetzt Toni Rüdiger. Der schießt aus 30 Metern und er war ziemlich fest und gar nicht mal so weit weg vom Tor. Also den hat er schon richtig gut geschossen, aber klar, wenn ihn wirklich keiner angreift, Ball geht so einen Meter vorbei am Tor der Liechtensteiner, da hat er das schon klasse gemacht und der hat viel Blickkontakt draus mit Hansi Flick. Also Flick hat ihm, glaube ich, gerade auch mal signalisiert, du musst nicht andauernd mitgehen. Du darfst gerne auch mal ein kleines bisschen schonen, ich bleib ein bisschen zurück. Ich wechsle den anderen da an deiner Seite, den wechsle ich gleich aus, aber guck du auch mal, dass du nicht so viele Meter machst. Also so sah das für mich von hier oben. Ich bin ja internationaler Gebärdendolmetscher, wie du weißt. Ja, und das habe ich rausgelesen. Ich lese raus, dass Deutschland noch Lust auf ein Tor hat und Deutschland hat auch noch Zeit, denn wir sind erst in der 85. Minute und die Deutschen sind schon wieder auf dem Weg zum Liechtensteiner Strafraum. Neuhaus ist das in zentraler Position, spielt ein bisschen halblinks auf Arnold, der muss wieder, weil er bedrängt wird von zwei Liechtensteinern, zurückspielen zu Antonio Rüdiger, der verteilt den Ball auf die rechte Seite. Ginter nach ganz rechts zu Müller, noch weiter nach rechts außen zu Riedle Baku, dem Torschützen, zum 7:0, der wieder zurück. Also jetzt haben wir wieder so ein bisschen diese Handballverhältnisse und dann geht's blitzschnell und dann kriegt Neuhaus den Ball und dann versuchen sie es über die rechte Seite. Das ist Reus und der Ball landet bei Müller und der macht das 8:0. Ja, wieder reingeflippert. Ne? Also man hat irgendwie scharfe Reingabe und Joachim Löw auf der Tribüne, der Klatschbeifall, der bekommt hier bei seinem Abschiedsspiel was geboten. 85. Spielminute, das 8:0. Thomas Müller ist der Torschütze. Jetzt müssen wir mal gucken. Müllers zweites Tor in dieser Partie. Richtig, richtig klasse gemacht. Und irgendwie so ein Müller-Tor. Ne? Er kriegt den Ball irgendwie nach einer Menge Flipper hin, Flipper her. Marco Reus am Ball, Neuhaus am Ball. Dann kriegt ihn Müller und schießt noch einen Gegenspieler an. Und dann prallt er oben gegen die Torlatte und springt dann hinten rein. Links oben an die Torlatte. Und dann rutscht er so über die Linie. Also reingewurschtelt der Thomas Müller klein. Ein bisschen wie Gerd Müller, hab ihn selig. Und da stehen tatsächlich auch 8 Leute noch vor ihm, also zwischen Ball und Tor. Und er kriegt den Ball trotzdem rein. Also 8:0, damit ist Deutschland wieder in Front gegangen, im Fernduell mit, was hattest du, Kroatien gegen Malta? Kroatien, auf Malta, genau. Auf Malta. Ja. Die Deutschen wieder im Vorwärtsgang. Was haben wir noch? 87. Minute läuft, Ball bei Antonio Rüdiger, der ist fast noch am Mittelkreis, spielt auf die rechte Seite, auf die linke Seite raus zu Volland, Volland rechts rüber zu Ginter, Ginter nach rechts außen zu Riedle Baku. Der macht ein klasse Spiel, nicht nur wegen seines wunderschönen Tores. Ein Aktivposten, erst weiter vorne, dann nach der Auswechslung von Jonas Hofmann, eigentlich nach rechts hinten gezogen, aber hinten gibt es bei den Deutschen ja heute irgendwie gar nicht. Aber es gibt tatsächlich einen Foul und einen Pfiff und einen Freistoß für Liechtenstein. Das Ganze in der Liechtensteiner Hälfte. Und da war auch Riedle Baku ein bisschen mit einem Schubser dran beteiligt. Kevin Volland kam zum Kopfball, ja. Ist da sehr wuchtig reingekommen. Und deswegen also Freistoß aus der eigenen Hälfte der Liechtensteiner heraus. 88. Minute läuft, Deutschland führt 8:0. Ah, guck mal, und jetzt der Ballverlust der Liechtensteiner. Lukas Metscher hat den Ball auf der rechten Seite, passt ihn zu Marco Reus in die Mitte, der Schießbüchel hält. Nachschuss Müller abgelegt, Maxi Arnold auf der Linie geklärt. Oh, Wild-West-Fußball in Wolfsburg. Und sie kriegen das Ding nicht über die Linie. Das war aber hauchdünn vom 9:0.
Das war nochmal ein Spagat eines Liechtensteiner Verteidigers, um da diesen Schuss aus kurzer Distanz von Maxi Arnold, der auch mal wieder den dritten Abpraller in Folge abbekommen hatte, zu retten. Also den Ball habe ich eigentlich schon drin gesehen. Ne? Ja. Ja, ich habe, glaube ich, bei dir auch schon einen Tee irgendwo durch. Ja, war in der Silbe schon angedeutet. Aber sie machen weiter. Das ist jetzt Antonio Rüdiger. Der ist in der zentralen Position, spielt wieder raus auf Riedle Baku mit dem Flankenball und dem nächsten Eigentor. 9:0 für Deutschland. Ich wollte schon sagen, die Flanke, die ist nichts. Aber da ist der Max Göppel und der köpft mit dem Hinterkopf diese Flanke rein über den verdutzten Benjamin Büchel. Wunderschöner Lupfer. Wenn es das gegnerische Tor wäre, würden wir das sagen. Und so der zweite Pechvogel, der zweite Eigentorschütze nach dieser Flanke. Fassungslos steht der Göppel da. Deutschland führt in der 89. Minute mit 9:0. Da nähern wir uns dem Rekordergebnis gegen Liechtenstein, Holger. Absolut, 11:1. Und jetzt aber Lukas Metscher, der schießt und gehalten. Gar nicht wahr, 11:1 ist die höchste Niederlage. Ist die höchste Niederlage der Liechtensteiner. Aber die Deutschen geben jetzt nochmal richtig Gas. Sie wollen das Zweistellige, während der Torhüter Benjamin Büchel da jetzt auf dem Rasen liegt. Der will natürlich jetzt auch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Hat gerade stark gehalten gegen Lukas Metscher. Und Manuel Neuer steht jetzt am Mittelkreis, und zwar nicht in der deutschen Hälfte, sondern in der Hälfte Liechtensteins als letzter deutscher Spieler. Und jetzt machen sie es da langsam. Der Büchel steht und es gibt den Eckball. Und Thomas Müller ist rausgelaufen und sagt nochmal an, wie er diesen Eckstoß jetzt geschlagen haben möchte. Am Strafraum lauert Riedle Baku. Und Thomas Müller ist jetzt auf der Torlinie. Das sieht jetzt tatsächlich nach einer Standardvariante aus. Arnold wird den Eckball spielen. Alle Deutschen stehen auf der Torlinie in Richtung Tor gezogen, aber dann rausgeköpft von den Liechtensteinern. Ich bin auf die Nachspielzeit gespannt. Gibt es noch was Zweistelliges? Metscher mit dem Kopfball, aber drüber übers Tor. 2 Minuten Nachspielzeit. Denkbar, dass es nochmal klingelt, Julia. Ja, denn die Nachspielzeit hat jetzt vor 5 Sekunden begonnen. Und du hast ja gerade gesagt, die setzen einfach weiter nach. Jetzt nimmt natürlich Büchel wieder so ein bisschen Zeit weg. Es gibt den Abstoß vom Kasten von Liechtenstein. Und er holt sich den Ball auf der rechten Seite und geht in aller Seelenruhe ans linke Eck des 5-Meter-Raumes. Geht 3-4 Schritte zurück. Und jetzt wird der Abstoß ausgeführt in die Hälfte der Deutschen hinein. Und da muss Manuel Neuer tatsächlich noch mal eingreifen. Per Kopf tut er das. Und Toni Rüdiger treibt an. Toni Rüdiger treibt das ganze Spiel an, denn sie wollen nachsetzen. Und das ist jetzt aber Ginter mit großen Schritten, ist in der Hälfte, spielt rüber auf die rechte Seite zu Maxi Arnold. Ball prallt zurück von Müller zu Arnold. Jetzt stehen natürlich alle Liechtensteiner nochmal vorm Strafraum. Die wollen es nicht zweistellig haben. Ball kommt rüber auf die linke Seite. Da ist Christian Günther mit dem direkten Flankenversuch. Aber Ball landet im Tor aus. Wir gucken auf die Uhr. Wir haben noch 50 Sekunden und schließen wir jetzt noch Wetten ab oder wie? Ja, der Büchel braucht zu lange, um die Abstöße auszuführen. Glaub ich auch. Und ich glaube, dass die Schiedsrichterin hat es auch super gemacht, Ivana Martinčić, dass die wird nicht noch länger spielen lassen als die angezeigten 2 Minuten. Die wird dann auch so eine Art Erbarmen zeigen für die Liechtensteiner. Aber es werden jetzt noch 30 Sekunden. Also Liechtenstein, muss man auch nochmal klar sagen, seit der 10. Spielminute in Unterzahl nur zu 10 auf dem Platz, haben sich eigentlich dann wacker geschlagen, aber jetzt in der Schlussphase haben sie halt noch ein Tor nach dem anderen geschluckt und vielleicht wird es noch eins. Baku nochmal auf Thomas Müller auf dem rechten Flügel, aber der kommt nicht ran, weil die Liechtensteiner den Ball über die Seitenauslinie schlagen. Baku nochmal mit dem Einwurf auf Marco Reus. Denk mal, das wird jetzt die letzte Aktion sein. Der Quarterback Toni Rüdiger nochmal auf Matthias Ginter, der wieder auf Maximilian Arnold, jetzt kaum Raumgewinn. Genau, auf Baku, raus auf den rechten Flügel und im Flankenball pfeift die Schiedsrichterin die Partie ab. Die wollte jetzt kein zweistelliges Resultat mehr haben. Und das gibt's auch nicht, denn die Partie ist vorbei. Legendärer Fußballabend bei der Verabschiedung von Joachim Löw in Wolfsburg. Fahnen werden geschwenkt und an der Anzeigetafel, da steht das Ergebnis. Deutschland 9, Liechtenstein 0. Ich glaube, jetzt kann noch ein launiger Abend bei der Verabschiedung von Joachim Löw beginnen. Die Mannschaft hat alles dafür getan, dass es stimmungsvoll auf dem Rasen war. Und stimmungsvoll war es auch für uns, Julia. Das war's aus Wolfsburg. Deutschland schlecht, Liechtenstein mit 9:0.